der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich muss leider mit einer sehr traurigen Einstieg hier beginnen. Deswegen am Anfang jetzt noch kein Geplänkel, das kommt dann später hoffentlich. Ich begrüße erstmal jetzt ganz kurz und schmerzlos unsere Gäste, damit die nicht in der Leitung hängen müssen. Marco, du bist da? Ja, ich bin da. Und unser Gast ist der Sebastian. Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, es gab nämlich leider einen Todesfall in der erweiterten, ich sag mal, FC-Podcast-Familie. Deshalb ein bisschen gedrückte Stimmung, nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse, sondern das echte Leben hat deutlich härter zugeschlagen. Der Helücht, der Jörg, der mit dem Reich zusammen den Verzellnix-Podcast gemacht hat. Ein Podcast, der sich neben dem ersten FC Köln auch um den HSV und St. Pauli gedreht hat. Und damit auch so ein bisschen in unserer Bubble ja stattgefunden hat, ist leider von uns gegangen. Er lebt nicht mehr, es ist verstorben. Umstände sind mir nicht bekannt, ist aber auch vollkommen egal, ehrlich gesagt. Ja, Jörg, wir haben uns leider nie kennengelernt, ne, wo wir beide in Hamburg wohnen, wo wir beide über Reik ja so über zwei Ecken miteinander bekannt waren und da, wo wir beide Podcast machen und Fußball interessiert waren, haben wir uns nie leider kennengelernt. Das werden wir jetzt auch nicht mehr können. Die Ironie ist sogar, dein Stadtteil, in dem du gelebt hast, ist der von meiner Schule, also wir waren immer räumlich gesehen, jeden Tag quasi sehr nah beieinander. Aber es hat eben nie zum Treffen gekommen. Jetzt wird es leider nichts mehr werden. Das tut mir total leid. Das tut mir sehr, sehr leid, dass das Leben da so eine schlimme Wendung genommen hat. Ja, und die Folge ist dir gewidmet, lieber Jörg. Ich hoffe, dass du uns irgendwie da oben auf der Wolke zuhören kannst und da wieder mit deinem Hund zusammen vereint bist. Und ja, ich weiß, dass demnächst auch eine Klönstufe dazu kommt zu dem Thema, wo Reik dann auch dabei sein wird. Auf die verweise ich an dieser Stelle einfach schon mal, ohne sie gehört zu haben. Aber ja, was soll ich sagen? Mach Idiot und alles Gute auch für die Hinterbliebenen. Auch von meiner Seite aus viel Kraft an die Familie. Da kann man nicht viel mehr hinzufügen, ja. Da rückt der Sportliche in den Hintergrund. Ja, absolut. Wir werden es trotzdem versuchen, den Schlenker zu schaffen, weil die Leute jetzt ja auch nicht hierher gekommen sind, um uns dann im Trauerklosen zuzuhören. Aber es war mir trotzdem wichtig, das Ganze am Anfang zu sagen. Wenn die Leute das noch alle hören und nicht vielleicht irgendwie am Ende dann schon aussteigen aus dem Podcast. Ja, also, ne, die Folge, wie gesagt, ist dir gewidmet, lieber Jörg. Und ich glaube, du hättest eine kleine Freude daran gehabt, dass der SFC Köln zwei Spiele in einer Woche verliert. Wir jetzt naturgemäß eher weniger, aber okay. Ja, dann versuchen wir jetzt mal nach diesem schweren Einstieg den Schlenker zum Sportlichen zu machen. Ich halte das so ein bisschen kürzer heute alles aus den genannten Gründen. Aber trotzdem sollten wir auf so ein paar Aspekte eingehen. Startelf Partizan. Hinterher gab es große Kritik, nämlich daran, dass Steffen Baumgart 7-mal rotiert hat und eigentlich so die, ja, er sagt ja immer, es gäbe keine Stammspieler, aber natürlich gibt es Stammspieler. Da gehören Jonas Hector dazu, da gehört im Moment in der jetzigen Form Dejan Ljubicic dazu, da gehört Elias Skiri dazu. Die wurden alle geschont. Und jetzt haben natürlich viele Menschen diese Niederlage an der Rotation festgemacht. Und da würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren. Kann man die Niederlage gegen Partizan Belgrad auf die Rotation schieben? Ich lasse dem Gast mal den Vortritt. Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich muss ich sagen, hat mir das Spiel eigentlich ganz gut gefallen, trotz der vielen Auswechslungen. Das Ergebnis gibt natürlich diesem Rotationsprinzip nicht recht. Ich ärgere mich auch etwas über das Tor, wie es entstanden ist. Es war nicht wirklich faul. Ich werde jetzt nicht groß über den Schiedsrichter herziehen, der meines Erachtens keine gute Figur macht in dem Spiel gemacht hat. Und war ein Standardtor. Das haben wir auch am Wochenende wieder gefressen. Ich fand dann auch die Wechsel, die dann später gekommen sind,
zur 60. typischerweise dieser Blockwechsel, den der Baumgart immer macht, jetzt nicht so, als hätten wir das Spiel dann komplett in den Griff bekommen. Im Gegenteil, wir haben dann irgendwie noch weit offensiver gespielt und hatten dann ohne den guten Maren im Tor, hätten wir auch ratzfatz zwei, drei Buden mehr kriegen können. Und hätte das Spiel genau wie einst gegen Hamburg, wo so viel rotiert hatten hier im DFB-Pokal, hätte das funktioniert, wäre das in Ordnung gewesen. Aber leider Gottes ging es nach hinten los. Und also ich finde, hätte Dietz und Adamian einfach ihren Job gemacht und hätten freistehendes Tor gemacht, hätten wir das Thema nie ansprechen brauchen. Da hätten beide gesagt, der Baum hat das Richtige gemacht. Meine Meinung. Ja. Marco, was sagst du? Genau, Marco, was sagst du? Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich glaube, dass wir eigentlich dieses Spiel nur wieder verloren haben, weil wir halt bei Standardsituationen nicht genug aufpassen. Das ist natürlich, dass wir fast ein identisches Tor gegen Gladbach bekommen, aus einer anderen Standardsituation heraus, aber fast exakt 1:1 genau das Gleiche, weil nämlich der erste Spieler nicht aufpasst, seinen Spieler im Rücken zu weit gehen lässt und die müssen ja noch nicht mal, also hier, wie hieß der von Gladbach, Marvin Friedrich und Torschütze ist, glaube ich, Pavlovic oder irgendwas mit Witsch auf jeden Fall am Ende. Markovic, ja, irgendwas mit Witsch am Ende. Die müssen ja nicht über, weiß ich nicht, Stefan Tickes drüber springen, sondern da reicht ein kleiner Sprung und du kassierst so ein Gegentor und wieder gegen Partizan so ein frühes Gegentor, das war die 9. Minute, und dann rennst du diesem Gegentor das ganze Spiel hinterher. Und ich finde, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber es fehlte wie immer so ein bisschen dieser Geniestreich am Ende. Und das hat dann leider Gottes auch was einfach mit der Qualität der Spieler zu tun, die da auf dem Platz stehen. Und Mann, ist Markovic, den Namen kannst du ja vielleicht besonders. Ja, Markovic, ja, ja. Genau. Aber mit K. Der Sohn von Marco, auf Deutsch. Ja. Ja, du hast recht. Ich will noch mal ganz kurz was zu der Rotation sagen. Ich finde, du kannst eigentlich keinem der Spieler, der reingekommen ist, irgendwie einen Vorwurf machen, oder? Also die Flanken zu den beiden größten Chancen kamen von Schindler und Pedersen, die reingekommen sind. Klar kannst du jetzt sagen, Dietz muss den machen. Aber jetzt finde ich, A, ist Dietz kein Spieler, der unbedingt hinter Tigges einzuordnen ist. Sind für mich beide so auf einer Augenhöhe und da entscheidet immer so ein bisschen die Tagesform, wer da spielt. Adamian ist eigentlich der erfahrenste Mann in der ganzen Offensive, der sich bestimmt auch eher als Stammspieler sieht, denn als Ergänzungsspieler oder so. Also ich wusste, in Basisch hat sich verdient, mal einen Einsatz von Anfang an zu kriegen. Soldo hat es nicht schlecht gemacht. Also ich sehe jetzt keine Kritik an den 7 Spielern, die reingekommen sind. Da finde ich sogar, haben die eingewechselten Spieler später, also Hector, Skiri und Co., das sogar noch ein bisschen schlechter gemacht, weil die sich halt auf diesen Nervenkampf da eingelassen haben und eben nicht diese Coolness bewahrt haben. Ich sehe es tatsächlich auch nicht so, dass wir verloren haben, weil wir so viel rotiert haben. Wir haben einfach, das ist jetzt auch kein Problem, was wir jetzt erst seit letzter Woche kennen oder so, sondern wir haben ein Problem damit, das Spiel zu machen und dann den entscheidenden Pass zu machen. Und dann spielst du gegen einen sehr aggressiv spielenden Gegner. Also würde Partizan Belgrad in der Bundesliga spielen, wäre das der erste FC Augsburg. Es ist so eine, es ist ja so widerwärtig. Da fangen die schon in der 35. Minute ein Zeitspiel an. Und die haben ja nachher bei jedem Furz, bei jedem zu hohen Gras haben auf dem Boden gelegen. Und es ist einfach auch eine Truppe, gegen die wir grundsätzlich immer schlecht aussehen. Das ist Kategorie Augsburg, Union, die ein klaren Spielsystem haben, ihr Spielsystem machen. Und das halt gnadenlos durchziehen und auch jedes Ding irgendwie annehmen. Und der FC ist dann einfach auch nicht clever genug. Also Partizan hat dann irgendwann in der Ende der zweiten oder Ende der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit angefangen, halt, wenn sie bei uns um den Strafraum waren, kluge Fouls zu ziehen. Und der FC kriegt es zum Verrecken nicht hin, diese Fouls auch zu nehmen. Da werden wir gleich also das Spiel auch nochmal drauf kommen. Und das ist einfach, das ist eine Qualitätssache. Das ist eine Sache, die ich auch finde. Also gerade bei so Mannschaften, die sich hinten so tief reinstellen und da kommt der FC nicht mit klar. Und dann denke ich mir auch immer, warum schaut ihr nicht, dass ihr euch irgendwie genauso wie Partizan um den 16 herum, ob ihr dann einen Freistoß zieht, vielleicht bei einem Schuss aufs Tor auf die Hand, auch mehr auf die Hand zielt, dass man halt so ein bisschen anfänglich ein dreckiger spielt. Das, was Baumgart natürlich nicht will, was ich persönlich auch nicht mag, aber
wir machen kein Zeitspiel. Belgrad war, glaube ich, die Mutter des Zeitspiels. Also es war ja unglaublich. Also die sind ja wirklich, die konnten sich ja schon, manchen Leuten konnten sich echt schon die Post auf den Boden zustellen. Dann, was sie für ein Schauspiel gemacht haben. Es ist, das treibt uns ja auf die Palme und der ganze Spielfluss war ja komplett kaputt. Und meines Erachtens hätte der Schiedsrichter das Spiel eher unterbinden müssen, hat aber, ich glaube, erst vor 90. oder so die erste gelbe Karte gezückt. Ja. Ne? Das ist unglaublich, ja, finde ich das. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir halt mehr versuchen, Elfmeter zu kriegen. Wenn du halt merkst, du kommst halt nicht wirklich rein, dann versuch dort irgendwie den Kontakt im Strafraum zu suchen. Es gibt kein VAR, nutze es doch einfach aus, denke ich mir. Und da fehlt halt die Schlitzohrigkeit. Und das Gleiche würde ich jetzt auch Vorgriff auf Gladbach nehmen. Wenn du weißt, meines Erachtens, du bist einer weniger und du hast den Benzabaini und du hast den Stindl, beide gelb vorbelastet, beide Menschen oder Spieler, die gerne mal das Foul annehmen, geh doch mal hin, lauf doch in seine Richtung, pass dich vorbei, lass dich umgrätschen, umziehen, beschwer dich und dann kriegst du auch eine gelbe, dann habt ihr wieder gleich mal auf dem Platz. Aber ich habe das Gefühl, dass halt irgendwie das Fairplay manchmal zu hoch steht und dass man halt, da könnten sie einfach für mich was mehr Hertha BSC sein oder Union Berlin oder die ganzen Mannschaften, die sich halt auf dieses Spielmittel dann oft fokussieren. Und man sagt, ich ärgere mich darüber maßlos. Ich bin eigentlich froh, dass wir es nicht machen. Ich widerspreche mich jetzt. Ne? Aber in solchen Spielen ist das so, wo ich mir es echt wünschen würde, dass wir cleverer wären. Mhm. Ja, der Nike 76 oder Nike 76 schreibt im Chat auch, wir sind zu unerfahren. Das sehe ich genauso. Mhm. Die Rotation hat jetzt halt sehr viele, sagen wir mal, unerfahrenere Spieler reingespült. Gut, Pedersen würde ich mal als erfahren jetzt deklarieren. Der hat ja auch lange Championship gespielt und so. Aber ein Huso hat sehr wenig, also Dennis Hussein-Basic hat wenig Erfahrung, kennt fast nur vierte Liga. Florian Dietz hat dritte Liga und vierte Liga gespielt bis vor dieser Sommerphase jetzt und so weiter. Kannst ja alle durchgehen. Da fehlt vielleicht auch die Erfahrung. Und ich merke auch immer wieder, da fehlt mir so ein bisschen auch das Material im Kader. So ein Spieler vielleicht, der jetzt nicht den Anspruch hat, in der Bundesliga von Start an zu spielen, der aber in genau so einem Spiel wie Belgrad im Mittelfeld spielen kann und einfach so ein erfahrener Hase ist. So ein Petit. Ja, so ein Petit oder halt Matze Lehmann in seiner letzten Saison oder so. Oder das, was bei Frankfurt Makoto Hasebe ist. Oder so. Also jemanden, den da reinschmeißt und du weißt, der bringt da Ruhe rein, der macht jetzt nicht hier so die fancy Dinge und der wird auch im Gegenpressing vielleicht nicht so der ganz Aktive noch sein, aber der bringt da Ruhe rein, der beruhigt das Spiel und der hat da auch die Erfahrung, mal so einen Foul zu ziehen und auf den Ball zu treten und abzudrehen und so. Das fehlt mir manchmal ein bisschen bei uns im ganzen Kader irgendwie. Gebe ich dir mehr als nur recht. Das ist einfach ein Mangel, den wir haben. Uns fehlt einfach Erfahrung. Und glaube, dass aber es wichtig ist, dass wir eben genau diese Hussein Basic, Martels, Dietz, Tigges unseres Kaders dahin bringen, dass sie eben diese Erfahrung aufbauen, weil Erfahrung kriegst du ja nicht geschenkt. Das heißt, Erfahrung musst du dir irgendwie erarbeiten. Und Erfahrung kriegst du halt tatsächlich nur durch Spielpraxis. Und ich glaube eben, das ist auch wichtig, dass wir eben genau diesen Spielern diese Spielpraxis geben, weil du siehst es ja jetzt, Ljubicic fällt aller Voraussicht nach 3 Monate aus. Wir haben ja auch andere Langzeitverletzte, die jetzt noch ausfallen. Und ich glaube, das kann vielleicht ein kleiner Trumpf sein. Also Hussein Basic wird einen Ljubicic nicht 1:1 3 Monate ersetzen können. Das sollte uns allen klar sein. Aber es ist natürlich vielleicht auch für Dennis Hussein Basic deutlich einfacher, dass er jetzt schon ein paar Bundesliga-Minuten und Euro-Minuten auf dem Puckel hat, um genau halt nicht diesen Kaltstart zu haben. Und der Junge hat jetzt am Wochenende, das darf man auch nicht vergessen, sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Und das ist relativ schnell, wenn du ehrlich bist. War das vierte Spiel oder so? Drittes Spiel? Dritte. Ich glaube, drittes Bundesliga-Spiel und fünftes insgesamt. Okay. Genau. Ja, okay. Ja, okay. Und der Junge hat letztes Jahr vierte Liga gespielt. Das ist ja jetzt kein, also das ist ein, ich glaube, man sieht schon, dass der einiges drauf hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er langfristig vielleicht irgendwann Dejan Ljubicic halt auf dieser Position ersetzen kann. Weil wenn Ljubicic nach seiner Verletzung zurückkommt und ähnlich gut die Saison beendet, wie er sie bisher gespielt hat, wird der nächstes Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr bei uns spielen. Das sollte uns klar sein. Der FC braucht Knete, das wissen wir alle. Und
dann wirst du eben solche Spieler gehen lassen müssen. Haben wir über Skiri aber auch gesagt und er ist auch noch da. Und ich verstehe es nicht, dass ihn keiner sieht. Auch nicht. Also Schwäbe wäre genauso ein Kandidat. Wir haben schon ein paar gute, die halt irgendwie nicht auf dem Radar sind, was ja nicht verkehrt ist. Aber klar, habe ich genauso Angst. Ljubicic, der hat auch noch einen langen Vertrag, ist aber 25, der könnte richtig Ablöse generieren. Die anderen haben weniger Vertragslaufzeit, da könnte es vielleicht was weniger werden. Aber wir haben leider, wir können halt leider nur das Aktuelle machen und annehmen, dass wir die Gelder kriegen, weil unser guter Alex Werle uns einen sehr gesunden Club hinterlassen hat. Hans Ingo hat auf Twitter noch geschrieben, er kann das Geheule wegen der Rotation nicht mehr hören. Die Startelf gegen Partizan hat besser funktioniert als nach dem Wechsel mit den erfahrenen Spielern, die im Wesentlichen durch Reklamieren aufgefallen sind. Und genau die sollten es besser wissen, hat er hier bei Twitch auch nochmal geschrieben. Was sagt ihr denn? Wie haben euch denn die eingewechselten Spieler dann gegen Partizan gefallen? Ich tue mich bei Jonas Hector aktuell sehr schwer. Ich glaube, Jonas Hector ist aktuell in einer für ihn schwierigen Phase, weil ich glaube, dass bei ihm gerade auch nicht so richtig viel rund läuft. Also ja, er hat diesen Pass auf Linden Meiner vor dem Dortmund-Spiel gespielt. Aber ich finde, auch gegen Gladbach, Jonas Hector lässt sich so oft überspielen. Ich kann es nicht mehr sehen. Und dann fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit. Und Jonas Hector ist für mich einer der prägendsten Spieler der letzten Jahre beim FC. Aber ich finde, im Moment geht ihm so ein bisschen auch die Leichtigkeit ab. Und wie gesagt, ich fand das Partizan-Spiel bis zum 16er gar nicht so verkehrt. Also wir haben ja versucht, das Spiel zu machen und das sah auch alles teilweise gar nicht schlecht aus. Aber dann das ist zu wenig. Da nimmt sich keiner auch mal ein Herz aus der zweiten Reihe und zieht ab oder versucht nochmal was. Das ist alles wie, jetzt laufe ich auf den 16er zu, warte, bis ich vor meinem Gegenspieler stehe, drehe mich zur Seite und passe weiter. Ja, das hat Partizan dann natürlich auch mit 10 Mann hinten drin rigoros verteidigt bekommen. Das ist jetzt auch nicht, da muss jetzt auch ein Houdini für sein. Und da bin ich auch einfach von André Duda maßlos enttäuscht. Ich kann den im Moment nicht sehen. Ich weiß, jemand springt gerade zu Hause freudestrahlend auf und ab. Das ist bestimmt der Domstädter 222. Lieben Gruß. Habe im Spiel gegen Dortmund noch gesagt, ja, André Duda gibt dem nur noch ein bisschen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann es nicht verstehen. Der Typ schafft es immer und immer und immer wieder, immer zu lange zu warten. Zu lange zu warten mit dem Pass, dann steht der Gegenspieler da. Ist auch ein Talent. Gegenangriff, Konter. Und da bleibt er jedes Mal stehen. Ich kriege mittlerweile instant Wutanfälle. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, wieso man jedes Mal André Duda nochmal spielen lässt. Der ist mit Abstand der Spieler mit den meisten Einsätzen. Der hat jetzt 6 Spiele in Folge in der Startelf gestanden. Das kann kein Feldspieler von sich behaupten. Also weder Hector noch Skiri noch sonst irgendwer, noch Ljubicic. Und der, ich glaube, das war der Domstedt, hat gerade geschrieben, man solle den jungen Spielern ja auch Erfahrene an die Seite stellen. Das wäre ja eigentlich ein André Duda, ne? André Duda. Ja, okay, ja. Der müsste es doch eigentlich sein qua Erfahrung, aber der ist gerade so sehr mit sich selbst beschäftigt, der kann ja überhaupt gar keinem Hussein Basic irgendwie eine Orientierung bieten. Ich muss sagen, im Moment ist der Hussein Basic dem auch voraus, ganz einfach. Also ja, war doch, ich meine, das ist doch bezeichnend, dass ein Matthias Olesen vor André Duda stand. Ja. Vor seiner Verletzung. Also ich wundere mich halt nur, dass seit der Verletzung, dass Duda da halt immer spielt. Du kannst doch mal einen Ljubicic, als er noch nicht verletzt war, dahinstellen. Hat er doch gegen Slovacko super gemacht in dem Spiel. Ja. Warum hat man da nicht mal irgendwie eine andere Alternative genommen, als immer nur Duda? Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube halt tatsächlich... Den Kainz auf jetzt hin. Ja, oder Kainz. Du kannst ja auch einen Adamian wahrscheinlich hinstellen. Ne? Da gibt's einige. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass Baumgart den hinkriegen will. Baumgart will den hinkriegen. So wie er es mit Anderson ja auch eine Zeit lang so gegen alle Widerstände versucht hat, will der jetzt den Duda hinkriegen. Ja, der ist doch eh jetzt das Jahr, ist doch das letzte Jahr für ihn, oder? Oder hat er noch ein Jahr Vertrag?
also nicht Horst Heldgen, würde ich sagen, bis 2025, aber ich werde es mal live recherchieren. Ist es auch nicht. Ich glaube, Vertrag bis 24. Ach, guck. 30.06.24. Ja. Ja, okay. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, wir wissen ja, der Gisdol war er unser Hoffnungsmann. Und auch, es war doch tolle Spiele gemacht und da war er der Dreh- und Angelpunkt. Aber unter Baumgart finde ich auch, der Baumgart macht da echt sehr viel Mühe, gibt mir sehr viel Mühe, dass er da reinpasst. Dass es funktioniert vielleicht, wie es beim Hut auf einmal gepasst hatte nach einer gewissen Zeit. Es ist schwer. Und der Duda hat halt seine Aussätze, dann hinten reingrätscht. Ey. Ob es gegen Dortmund ist oder gegen Slamatko, oder wie es in der Mannschaft da hieß. Wenn wir Pech haben, da stehen wir nach ein paar Minuten mit 10 Mann auf dem Platz. Mhm. Und dann kriegst du gar nichts mehr hin. Und das ärgert mich, obwohl er so erfahren ist. Ja. Ja, hier, ich stehe jetzt mal ein bisschen in den Chat vor. Nike 76. Duda ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Vor 2 Jahren hat er uns oft den Arsch gerettet. Klammer auf, er meint damit die Gisdol-Saison, wo wir dann unter Funkel uns gerettet haben. Jetzt geht bei ihm gar nichts mehr. Sein Ballverlust vor dem 1-3 gegen Gladbach war der Sargnagel. Der fällt mittlerweile nicht mal mehr gegen Gegner wie Slovacko positiv auf. Keine Ahnung, was los ist. Harinho schreibt, Duda ist beleidigt, weil er weiß, dass er immer nach 60 Minuten raus muss und keine Standard schießen darf. Und der Domstädter sagt, wenn unser Golden Boy, also Jan-Uwe, nicht verletzt wäre, dann hätte der ja noch auf der Duda-Position gespielt. Ja, weiß ich nicht. Also auf dem rechten Flügel haben wir doch Alternativen. Also, da hat jetzt Schindler gespielt gegen Gladbach nach der Auswechslung. Da kannst du zur Not auch einen Blinden Meiner hinstellen. Also, daran kannst du noch nicht liegen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was Baumgart da reitet. Ich verstehe es nicht. Ich kann Duda nicht mehr sehen. Ja, er hält an seinen Prinzipien fest. Ne? Das ist ihm ganz wichtig. Das Gleiche ist, ich frage mich auch manchmal, warum der halt immer zur 60. Minute anfängt zu wechseln. Mhm. Manchmal muss man doch auch mal erkennen, dass man vielleicht auch schon vorher wechseln sollte. Außer, dass jetzt der Schipp, das war, glaube ich, mal, da jetzt Spiel weiß nicht mehr, wo dann der Zichos rausrannte und ihm sagte, nächste Folge bin ich runter. Hat er den ersten Halbzeit ausgewechselt. Aber das war das einzige Mal, wo er mal nicht seine Regel verlassen hat. Und bei den Kainz, weiß ich nicht, hätte man vielleicht auch so, dass er auch so ein, zwei seine Wirklichkeiten gehabt. Aber ich finde, bei Florian Kainz in Gladbach, also Florian Kainz hat in dem Spiel genau 2 Fouls begangen. Das Foul, wo er die gelbe Karte für bekommen hat. Und darum geht's doch gar nicht. Es geht, glaube ich, nach dem Platzverweis. Dass man darauf reagiert, auf den Platzverweis. Ach so, okay. Ja, ich möchte dir aber gleich was zu sagen in dem. Ja, jetzt für mich war das was, ja. Genau. Also das, macht euch mal einen Gedankenpin da rein. Da komme ich gleich gegen Gladbach drauf zurück. Genau. Glaubt ihr denn, dass er jetzt im Rückspiel gegen Partizan Belgrad, also jetzt kommenden Donnerstag, aus Prinzip dann wieder Zehber rotiert, einfach nur um es allen zu zeigen? Oder spielt dann da mehr oder weniger das, was man so als Startelf sich vorstellen könnte? Also Kainz kann spielen, glaube ich. Kainz wird spielen, weil er dann nachher spielt. Kainz wird spielen. Er kann auch 90 Minuten durchspielen, tatsächlich. Ja. Ljubicic muss er nur ersetzen, leider, tragischerweise. Ja, aber wir machen das mal anders. Ne? Ich habe hier eine Aufstellung bekommen auf Twitter vom Schotti. Und die lese ich euch mal vor. Und ihr könnt immer sagen, wie nah der Schotti dran ist, damit die Gedankengänge von Steffen Baumgart erraten zu haben. Jetzt im Rückspiel. Also er würde wie folgt aufstellen. Schwäbe ins Tor. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Oh, dann. Ja. Ja, du willst da mit seinem Körbe spielen. Timo ist verletzt. Aber Schwäbe im Tor. Dann Schindler, Hübers, Kilian, Petersen. Im Mittelfeld Skiri und Hector. Und dann im Dreier-Offensivblock Kainz, Hussein Basic, Meiner. Und vorne drin Steffen Tigges. Würdet ihr auch so aufstellen oder was glaubt ihr, was da passieren wird? Jetzt das nächste Spiel gegen Partizan? Gegen Partizan, genau. Also ich bin ja eigentlich ein Freund von Kilian und Hübers in der Innenverteidigung. Ich fand den Schindler eigentlich hinten rechts, Benus Schmitz, super Zeit mit den super Flanken auf Modi, ist jetzt auch ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich den Jonas auf die 6 wieder setzen würde. Wäre jetzt nicht so ad hoc meine Wunschvorstellung, um ehrlich zu sein. Was würdest du denn machen, Sebastian? Ja, also es geht erstmal um Folgendes.
willst du weiterkommen in der Conference League oder nicht? Ne? Also das frage ich mich manchmal in der Tat, ob der FC das möchte. Gute Frage. Ja. Also ich meine, Bundesliga, klar, und Gladbach geht mir auch klar, ging das vor, und das war auch eine super, also für mich war es eine sehr gute Aufstellung, die er gewählt hat, aber manchmal habe ich das Gefühl, wie die auch drüber sprechen, dieses Kleingerede, ja, es sind Bonusspiele. Und weiß ich nicht, wenn man so klamm ist wie der FC und aus dem Pokal sind wir auch unnötigerweise schon raus, dann sollten wir schon versuchen, das 16. Finale zu erreichen, um wenigstens nochmal zwei Spiele zu generieren oder dann vielleicht noch Glück haben, so irgendeinen Rausch zu spielen. Ich würde versuchen, am Donnerstag eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen, die auf jeden Fall ein ähnlich schnell zum Erfolg kommt wie gegen die Ungarn. Und sich dann vielleicht einfach mal wirklich sagen, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt mauere ich auch mal was beim 2-0. Und dann müsst ihr nicht mehr rennen, jetzt könnt ihr euch schonen. Das würde ich mir eher wünschen. Das ist, habe ich eine Frage, aber wie würde ich aufstellen? Es wird ja immer weniger Menschen, die du aufstellen kannst. Ne? Mhm. Und es wird immer schwieriger, eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen, die, die das macht. Also ich fand jetzt Mannschaft nicht schlecht, wie jetzt der, ich habe vergessen, wie der Kollege hieß, gesagt hat. Müsste sie wahrscheinlich auf dem Papier sehen und müsste mir dann überlegen, wen ich da auswechseln würde. Wie gesagt, Hector auf der 6, weiß ich nicht. Aber jetzt so Lubicic weg, verletzt ist und wir nicht mehr den, den Sully haben und auch nicht den Dijo haben, da wird es schwer, ne, auf der 6 adäquat nachzudenken. Vielleicht den Muslim Bajic oder der Martel macht es meines Erachtens auch nicht so schlecht. Ja, also Martel scheint mir gerade so ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu sein, irgendwie, habe ich das Gefühl. Der ist ja, also der hat ja kaum noch Startelf jetzt in letzter Zeit gespielt und war auch bei den Wechseln nicht vorne mit dabei. Ich würde ihn gerne wieder gegen Partizan jetzt von der Startelf sehen, weil der auch so. Aber war er nicht der Startelf gegen Partizan? Ja, nee. Klar. Nein. Doch, der bin ich aber sicher. Doch, der Lockenkopf, oder? Moment, das ich hätte jetzt auch fast werden. Gesagt, ja, aber. Ich würde sagen, Madel hat doch alleine gesechs gegen Partizan gespielt von Anfang an. Wenn das so wäre, würde ich alles zurücknehmen. Das ist auch so. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, 3,5, also auch keine schlechte Note irgendwie. Ja. Gut, dann Martel, ne? Ja, Martel, aber allein, weil er so ein bisschen Physis reinbringt. Davor dann aber halt nicht Duda, sondern ich würde ihm dann wirklich entweder Skiri oder Hector an die Seite stellen für die Cleverness, für die Erfahrung. Wahrscheinlich sogar wirklich Hector und dafür dann Pedersen auf links, weil der hat sich ja auch nichts vorzuwerfen gegen Partizan. Ich glaube, auch Soldo werden wir sehen, weil auch der braucht ja Spielpraxis. Und ja. Na, wir haben schon gesagt, Bundesliga ist der 1A-Wettbewerb und Conference League eben nur der 1B-Wettbewerb. Und ich glaube, das mag Baumgart. Aber mit jeder. Kannst du dir vorstellen, Soldo mit Hübers? Also why not? Was spreche dagegen? Weiß ich nicht. War jetzt einfach eine Frage. Nö, also ich sehe da jetzt keinen Widerspruch drin. Klar spielen die beide zur Not ein bisschen offensiver, als das jetzt mit Kilian der Fall wäre, wenn der einen von beiden ersetzen würde. Aber wir wissen, dass Hübers beide Seiten der Innenverteidigung begleiten kann, also links wie rechter Innenverteidiger spielen kann. Sehe ich jetzt erstmal keinen Widerspruch drin. Zudem finde ich Hübers gerade auch den formstärksten Innenverteidiger. Ja. Also Kilian hat sich ja gegen Partizan auch nicht gerade so richtig mit Ruhm bekleckert und sieht halt auch immer ein bisschen steif auf, ja, holzfüßig aus, genau, wenn er irgendwas macht. Da fände ich sogar Soldo und Hübers mal ganz spannend, die zusammen zu sehen. Wobei ich aber auch finde, Innenverteidiger können eigentlich auch jedes Spiel machen, auch in englischen Wochen. Das müssen in anderen Vereinen ja auch. Und normalerweise ist das ja auch so eine Position, wo du gar nicht so gerne rotierst auf der Innenverteidigung, sondern eher mal versuchst, dass die beiden sich da so ein bisschen einspielen können. Also vielleicht, täte mir das zwar leid für Nicola Soldo, aber vielleicht müsste man einfach mal konsequent in jedem Spiel Hübers und Kilian spielen lassen, bis sich einer von beiden irgendwie verletzt oder gelb gesperrt oder so verabschiedet. Aber ich weiß nicht, ob auf der Position immer so viel rotieren würde. Die anderen, finde ich, kann man leichter rotieren als dieses Innenverteidiger-Pärchen. Und ich finde, die passen auch gut zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, hat der Streich mit Freiburg seit 4 oder 5 Spielen immer die gleiche Mannschaft als Startmannschaft stehen, ob international oder national. Das hat er nicht so rotiert, wie wir rotiert haben. Also es kann anscheinend wohl kann es funktionieren. Und ich glaube eigentlich, dass unsere Spieler fit sind. Und ich bin vollkommen bei dir, die Innenverteidigung kann wahrscheinlich besser das aushalten als die Jungs, die vorne immer anrennen müssen oder im Mittelfeld stehen, ne? Und dann immer das Spiel versuchen zu zerstören und wieder anzutreiben. Ne? Ja, glaube ich wohl auch.
Naja, und dann Mittelfeld haben wir schon gesagt. Ich würde Martel und entweder Skiri oder Hector dahinstellen. Hussein Basic hat sich für mich einen Platz in der Startelf verdient, weil der für mich gegen Gladbach die beste Leistung gebracht hat nach Einwechslung in dieser sehr zum vergessenen zweiten Halbzeit. Und generell auch einfach ein total talentierter junger Mann ist. Ja, und dem tut wirklich jedes Spiel gut, tatsächlich. Klar, Kainz kann spielen, weil der nachher ein Wochenende lang Pause hat und dann sich entspannen kann. Ja, plus der hat ja auch keine WM, ne? Das heißt, der kann eh nochmal jetzt alles raushauen, dann muss ich für nichts irgendwie schonen dann in dieser Pause. Rechts, wann wird denn Jan-Uwe zurück erwartet? Kapala-Infekt, ne? Schwierig zu sagen. Ne? Na gut, heißt wahrscheinlich Corona im echten Leben dann, okay. Ja, könnte natürlich auch. Kannst natürlich Schindler da vorne hinstellen und dafür dann Benno hinten spielen lassen. Oh, wobei der hat mir nicht so gut gefallen gegen Gladbach, der Herr Schindler. Ja, der hat mir auch nicht. Ja, und bei meiner stimmt es ja schon, das ist nicht der Spieler, der durch so eine solide Defensive da durchkommt. Der ist ja eher für die Geschwindigkeit da als für das Filigrane. Mhm. Vielleicht muss man da dann wirklich mal Adamian hinstellen. Adamian, ja. Ich glaube nämlich auch, dass meiner eben genau gegen einen tiefstehenden Gegner, also meiner braucht ein bisschen Platz. Das haben wir zum Beispiel gegen Dortmund gesehen. Ja. Da hatte er diesen Platz, da kannst du im Prinzip wunderbar über die Abwehr spielen und meiner rennen lassen. Aber wenn Partizan da halt wieder mit 6 Mann den Bus parkt, da gebe ich dir und dem, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, recht. Also unsere Hörer haben sowieso immer recht, weil sie uns hören. ist mit Volldampf auf die Mauer zu rennen und daran zu schellen, macht auch tatsächlich wenig Sinn. Und damit hättest du auch tatsächlich nochmal eine Möglichkeit, dann nachzulegen, wenn du vielleicht 1-0 führst und eben Partizan aufmacht. Dann kannst du eben den Lindenmeiner mit Geschwindigkeit kommen lassen. Und ich glaube aber, dass da Adamian vielleicht sogar der bessere Part ist. Ja, das oder vielleicht ist Marc Uth jetzt mal so weit für Startelf. Ja, also bis zur 60. vielleicht. Dann tust du ihn auf die 10 und dafür Huso auf dem rechten Flügel. Das ist jetzt wie Kainz, Jubicic spielt, diese Position. Ja, ich meine, diese Dreier-Offensive, die rotiert ja sowieso immer ein bisschen durch in den Positionen. Und vielleicht kann das wirklich eine Position sein, die Hussein Basic irgendwie mit der er zurechtkommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn Baumgart zu Hussein Basic geht und sagt, pass auf, das habe ich mit dir vor, dass er sagt, Trainer, nee, da sehe ich mich gerade gar nicht. Hat er ja auch schon gespielt. Ich würde sagen, alles klar, mache ich. Hat er ja auch schon gespielt. Also ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob entweder Partizan oder Augsburg so die besten Spiele für Marc Uth nach langer Verletzung sind. Ne? Weil du weißt ja genau, da gibt's halt 90 Minuten auf die Knochen. Leider in beiden Spielen halt, ne? Es wäre schön, wenn wir jetzt so ein Spiel hätten gegen Dortmund oder Leipzig oder so, wo es um was anderes geht, wo du Uth eher reinschmeißen kannst. Muss man natürlich jetzt sehr vorsichtig sein, dass der Junge sich nicht jetzt direkt dauerhaft da nochmal wieder irgendwie rauszieht durch dank Foul und so. Ich würde gerne mal kurz nur eine Frage stellen. Das hast du vor ein paar Minuten gesagt, dass die Bundesliga das die wichtigste Veranstaltung ist und danach kommt die ECL. Aber wenn man sich auch so ein bisschen mal die Tabelle vor Augen hält, sieht es schon echt aus, dass die guten Mannschaften wie letztes Jahr nicht schwächeln werden und dass selbst Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig, die aktuell noch hinter uns stehen, also auf Sicht wahrscheinlich vor uns stehen irgendwann, wäre es dann nicht, also ich habe wenig Angst, darf ich nicht zu laut sagen, dass wir runtergehen oder dass wir 16. werden oder noch schlechter stehen würden, wäre es dann nicht trotzdem notwendig versuchen, Werte generieren und so weit zu kommen wie möglich und dann vielleicht doch einen internationalen Käufer zu finden für Spieler, die halt dann auffallen. Ja, das ist ja genau der Spagat, den wir gerade gehen müssen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der gefährliche Spagat, den wir eben gehen. Natürlich sieht es jetzt nicht tabellarisch schlecht aus, aber, ja, aber das ist nicht Eintracht Frankfurt mal abgestiegen und waren von, wie viel da waren die in der Hinrunde? Ja, die hatten, glaube ich, die hatten nämlich schon 30 Punkte in der Hinrunde geholt oder so. Und dann Christoph Daum war das, ne? Nee, also Skibbe, glaube ich. Oder was Skibbe, der dann gekommen ist für Daum? Ich weiß es nicht. Nee, weil Daum nicht mit denen abgestiegen ist? Ich glaube, dass Skibbe der Trainer war, der dann von Daum abgelöst wurde. Genau, und dann ist der abgestiegen. Genau. Und ja, ich gebe dir recht. Aktuell haben wir einen
guten Vorsprung, nämlich 7 Punkte auf Schalke, auf Rang 16. Ja, das sind 3 Spiele. Ja, aber Schalke hat einen Sieg. Ja, aber die holen jetzt in 2 Spieltagen Thomas Reis. Dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Ich wollte sagen, ja, aber das macht die Mannschaft ja nicht anders. Die ist ja auch nicht dolle. Nee, aber der Reis hat mit Bochum ja auch mit nicht besseren Spielern. Genau, das ist das. Und ich glaube nämlich, dass es Bochum hat ja jetzt auch Frankfurt besiegt. In keinem guten Spiel, aber sie haben die besiegt. Und ja, und Stuttgart hat gerade seinen Trainer rausgeschmissen. Genau. Hat Alex Werle mal wieder gewinnen. Alex Werle Steigung betrieben. Der holt jetzt für 70 Millionen Markus Gisdol als Retter. Dann gewinnen die ja wieder 18 Spieler am Stück. Und nächste Saison steigen sie dann ab. Okay, aber diese Saison retten sie sich dann. Bochum hat jetzt auch wieder morgen Luft gewittert. Leverkusen wird da auch nicht ewig unten drin bleiben mit Xabi Alonso. Also kann schnell gehen. Ja. Augsburg ist halt so ein Spiel, wo wir sagen, das liegt uns nicht. Kannst halt auch mal verlieren. Darf ja nicht passieren in der jetzigen Situation, aber ist halt schnell mal passiert. Wir wissen ja alle, da ich im Stadion bin, werden wir auch verlieren, weil den Fluch habe ich ja. Und dann hast du plötzlich nur noch 3 Punkte oder sowas auf einen von denen da unten. Also ich glaube, wir täten gut daran, die Bundesliga nicht jetzt so als... Als ob wir da schon durchflowen würden. Nee, das stimmt. Bütchen, Micha sagt, wir haben auch nur 7 Punkte Rückstand auf Platz 1. Stimmt natürlich auch, ne? Das macht die Bundesliga aus dieses Jahr, dass da alles spitz auf Knopf ist. Trotz allem, wir wären ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht immer nach unten gucken würden in der Bundesliga. Ja, also was ich damit auch sagen wollte, ist nicht, dass wir jetzt alles all in die ECL machen, sondern dass wir schon versuchen sollten, es zu schaffen. Ich glaube, wir werden noch naturgemäß ein paar Plätze absacken. Also Leverkusen wird sich leider Gottes nicht weiterhin an Platz 15 tummeln. Ja. Mhm. Die werden ganz klar nach oben marschieren, genau wie es Leipzig auch macht. Und dann wären die nach heutigem Stand 11. Gladbach scheint es leider auch eine gute Saison zu spielen. Und dann, ich meine, also gut, wir werden schlechter spielen letztes, wir werden schlechter abschneiden letztes Jahr, haben aber meines Erachtens auch mit den 2 Abgängen halt auch echt Qualität verloren, ne? Mit den 2 Neudorpern. Ja, ist so, genau. Und deshalb ist es vielleicht dann halt, und wenn manche halt nicht schwächeln, dann ist es so, ne? Ja, ich habe auch so ganz insgeheim das Gefühl, Steffen Baumgart wäre gar nicht so traurig, wenn wir Dritter werden würden in der ECL-Gruppe, in der UECL-Gruppe. Würde er nie offiziell zusagen und wahrscheinlich werde ich jetzt wütende, nicht mal Briefe von ihm kriegen, sondern er steht vor meiner Tür und stopft mir seine Schiebermütze irgendwo rein. Aber ich glaube so ganz, ganz, ganz insgeheim denkt er sich, traurig wäre ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass viele Spiele anders laufen würden. Also ich habe auch immer, dass irgendwie euer Gefühl ist, ich liebe ja Samstagsspiele, 15:30. Das ist BL. Ja. Das ist Bundesliga, das ist der schönste Moment. Es ist nicht Sonntag, sonntagsabends, auch nicht freitags. Es ist einfach der Samstag, den ich einfach total liebe. Stadion, vorher das Gefühl, dann da Sonnenschein und ein Bierchen trinken, ein gutes Spiel zu sehen. Und danach nochmal ein Bierchen, wenn man zur Vorder oder zum Ertränken. Das ist das Schönste. Und jetzt, wenn ich immer merke, es ist immer Sonntag, viel Donnerstag, Sonntag, mit den Reisereien, kann das der FC. Ich fand schon, der FC war schon der DFB-Pokal zu viel in den letzten Jahren. Ne? Das war schon zu viel außer Rhythmus. Aber ich will es natürlich auch. Sie sollen natürlich besser werden. Und wieso sollten wir es nicht schaffen, mal irgendwie eine Ausnahmesaison zu machen, auch international. Ne? Aber es ist ja bemerkenswert, dass selbst Union Berlin, die in der Bundesliga alles weggewinnen, dass die das in der Europa League oder jetzt im Europapokal halt auch nicht so richtig auf die Kette kriegen, da ihr Erfolgsrezept umzusetzen. Schafft ja nur Freiburg irgendwie. Alle anderen strugglen da schon. Ja, aber wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, haben wir 1 Punkt Rückstand auf Nizza und Partizan. Ja. Wenn wir am Donnerstag in Belgrad gewinnen sollten, haben wir 2 vor Belgrad. Haben dann das und wenn Nizza gegen Slowako gewinnen sollte, dann hat Slowako keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Punkt. Das heißt vielleicht, du hast gegen Slowako ein Spiel, wo es für die um nichts mehr geht. Das kann ja positiv wie negativ sein. Und dann musst du vielleicht 1 Punkt gegen Nizza holen. Kann die echt schon raus sein am 5. Spieltag? Ja klar. Also Slowako hat aktuell, Stand jetzt, 1 Punkt gewinnt. Also wenn Nizza, Köln oder Belgrad gewinnen,
also wenn es da kein Unentschieden ein gibt, Punkt, ja. Dann haben, dann, ich sag mal, im schlechtesten Fall haben wir 7 Punkte und eine klar bessere Tordifferenz. Und Slowako hätte 1 Punkt. Das heißt, sie müssten und könnten dann maximal uns einholen. Okay. Ja, verstehe. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen, ist fast gen Null. Ist auch die schwächste Mannschaft, glaube ich. Ja, na klar. Ja. Das wissen die ja auch. Und tu mich halt schwer damit, jetzt den Europapokal so abzuschenken. Weil wir haben ja eine unfassbare Chance, weiterzukommen. Klar wäre die natürlich ungleich höher gewesen, wenn wir jetzt das Spiel nicht verloren hätten gegen Belgrad. Ja, aber haben wir. Also müssen wir jetzt am Donnerstag das Ding wieder irgendwie reparieren, dass wir da eine gute Ausgangsposition haben. Ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, diese Teams, also Nizza und Belgrad, spielen ja auch noch einmal gegeneinander. Das heißt, die nehmen sich ja auch nochmal die Punkte weg gegeneinander, wenn wir gegen Slowako spielen. Ja. Wollen wir mal 3 aus 3 machen für Partizan? Ja. Oh, freue ich mich auf Partizan. Ja. Ich bin großer Partizan-Expert. Du bist wahrscheinlich nicht live vor Ort in Belgrad. Sebastian, du? Ich werde live vor Ort vom Fernseher sitzen. Live vom Fernseher, das werde ich auch hinkriegen. Ja, gut. Dann machen wir doch mal 3 von 3 für das Spiel gegen Belgrad in Belgrad. Da habe ich mir die Fragen ausgedacht. Und ihr dürft jetzt mitraten. Ne? Marco ist der Ratende. Und du darfst unseren Gast natürlich dann als Joker nehmen, wenn du nicht weiter weißt. So, ich habe mal, Frage 1, bei Google eingegeben, Rhein-Energiestadion, Partizan-Stadion. Und habe das Ganze auf Fuß, also zu Fuß gestellt. Und auf kürzeste Strecke, ne? Bei Google Maps. Wie viele Stunden geht man zu Fuß vom Rhein-Energiestadion bis zum Partizan-Stadion? Sind das A, 212 Stunden, B, 254 Stunden oder C, 286 Stunden? Ich stelle dir die Frage und die Antworten mal in den Twitch-Chat rein, dann kannst du es da mitlesen. Also, warte mal, nochmal. Guck in den Chat. Partizan 212, 254 und 286 Stunden. Ja, jeweils. Müsst ihr mal in Tage umrechnen, ne? Das ist ja, also etwas über 10 Tage. Ich glaube, das sind, warte mal, ich muss einen Taschenrechner nehmen. Wenn er sagt Taschenrechner, meint er Handy, um Google Maps anzumachen. Nein, ich habe einen Canon AS120 Taschenrechner. Genau, das fast wissen, was für ein toller Taschenrechner das ist. 1400 Kilometer, meine ich, sind das ungefähr zwischen Belgrad und Köln. Ja, das muss man wissen, welche Durchschnittsgeschwindigkeit, ne? Google da zugrunde legt bei Fußgängern. Ja, 6 km/h. Genau. Ja, die müssen aber auch dann 20 Stunden am Stück durchhalten können, ne? Sag nochmal, 200. Steht doch alles im Chat. Guck in den Chat. 286. 212, 254 oder 286? Ich sag 286. Na, was sagt der Gast? Sebastian, stimmst du zu? Ich würde fast 212 sagen. Also, wenn wir mit 6 km/h eben das gerechnet haben, ich habe jetzt keinen super Kennen-Taschenrechner hier gehabt, aber ich würde irgendwas sagen, es sind unter 10 Tage. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, sind Höhenmeter. Das, ja gut, stimmt. Für Stunden ist das, ne, ja. Also für Stundenanzahl ist Höhenmeter also gerade Strecke 6, aber da sind ja Höhenmeter dazwischen, ne? Ist dann bergab schneller als so. Ja, aber du läufst ja, also du musst ja Richtung Nürnberg und da Wien und Tschechien, dann läufst du, glaube ich, schon ein paar Berge hoch. Hast du auch jeweils den Gegenwind berechnet? Habe ich auch berechnet, deshalb komme ich halt auf 286, oder wie viel das war. Willst du dem glauben oder willst du dich dem Gast anschließen? Ist jetzt wie bei Geh aufs Ganze. Ich bleib bei meinen 286. Tja, das ist leider der Zonk, aber für mich, weil du hast recht. Ja, 212 kam mir ein bisschen sehr schnell vor. Mhm. Irgendwann machen wir das mal, ich setze dich vor eine Videokamera, damit ich mir sicher sein kann, dass du das nicht immer bei Google eingibst. Guck mal, hörst du sogar meinen Taschenrechner? Aber das kann ja auch dein altes Nokia-Tastenhandy sein. Ja, genau, weil ich das altes Nokia-Tastenhandy habe. Ja, du bist doch so der Oldschool-Typ. Nee, hab ich so, nicht. Nächste Frage. Wie heißt denn die Liga, in der Partizan Belgrad beheimatet ist? Ist das die Superliga oder die Privi-Liga, geschrieben PRVI, oder die Najvisi-Liga?
N-A-J-V-I-S-I. Serbien Superliga. Ah, bist du da sicher? Ja, wunderpro. Da ich mich ja letzte Woche mit Partizan beschäftigt habe, habe ich da tatsächlich auch schon drüber geguckt, ja. Wer in dieser Superliga steht. Mhm. Ist richtig. Sind auch tatsächlich witzige Radniki Niš zum Beispiel. Jetzt habe ich mir extra hier zwei serbische Wörter rausgesucht, mit Pribi und Najviši. Und dann weißt du das einfach. Was wäre die Übersetzung gewesen? Pribi ist Premier, also die erste Liga. Okay. Und Najviši heißt höchste Liga. Ah. Sich Gedanken macht. Ja, aber die Stumpfheit vom Ruhrpott Tennis siegt. Ja, der ist einfach, er spart halt gerne Geld. Ja, manchmal muss man auch Sachen mal wissen. Der Geiz siegt, ja. Ja, und jetzt kommt die Frage, wo ich dachte, die weißt du auf jeden Fall. Auf welchem Platz der Superliga steht denn Partizan derzeit? Jetzt, also nach dem aktuellen Spieltag vom Wochenende. Sind die Zweiter, Dritter oder Vierter? Warte mal. Ich glaube, sie sind Vierter. Also Roter Stern ist auf jeden Fall Erster gewesen. Also zum das ersten, kann ich dir verraten. Roter Stern ist weit enteilt. Ja, genau. Roter Stern ist Erster. Und ich meine, dass sie vor dem... Die haben auch, glaube ich, nicht alle gleich viel Spiele gehabt in der letzten Woche. Ne? Partizan hat 2 Spiele weniger als Mannschaften um sie rum. Kann ich auch verraten. Und deshalb, die haben 4-0 gewonnen. Kann ich dir auch verraten. Deswegen glaube ich, dass sie weiterhin Vierter sind. Weil ich glaube, zu dem davor hatten sie, ich meine, 5 Punkte Abstand irgendwie bei 3 Spielen weniger oder so. Und das heißt, die könnten die nicht überholt haben. Ja, auch richtig. Tja, was soll man dazu sagen? Tja, manchmal... Manchmal ist man einfach ein Fuchs, wie ich. Weißt du auch, aber ehrlicherweise wusste ich das aber auch nur, weil ich mich halt letzte Woche mit Partizan beschäftigt habe. Sonst hätte ich das nicht gewusst. Hättest du gewusst, wie der Sponsorname der Liga ist, wenn ich das gefragt hätte? Boah, ne. Weil das ist so eine Liga, die heißt so Flyer-Alarm irgendwas Liga. Also halt nicht Flyer-Alarm, sondern ein anderer Sponsor. Die haben einen Sponsor, ja. Okay, krass, das wusste ich nicht. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich machen soll, ist es A, Linglong Tires oder B, Senior Ding Dong oder C, Ramalama kenne ich allerdings. Oder C, Ramalama Ding Dong Musikstore. Ja, das hätte ich jetzt gewusst. bei den Auswahlmöglichkeiten, klar. Aber ich hätte durch echte gegeben, ne? Echte Auswahlmöglichkeiten. Also, ja, das hätte ich nicht gewusst, nein. Nee, die heißen Linglong Super League Serbia. Linglong, ja, das ist, glaube ich, ein chinesischer Reifenhersteller. Ja, ja, deswegen heißt die Taya, genau. Aber ich weiß nicht, ja, China. Ich meine China. Ja, klar. Ich hätte natürlich dann irgendwie 2 andere Konzerne gegeben und nicht jetzt Ramalama Ding Dong, ne? Ja. Aber schade, hätte ich die Frage mal genommen, dann hätte ich dadurch vielleicht aufs Glatteis führen können. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe mich ganz interessiert, es ist in der Tat 286 Stunden Google. Jetzt schätzt mal, wie viel Höhenmeter. Okay, ich mache es auf. Ja, wie viel Höhenmeter? 7500, 8000 oder 8500. Wie viel? 7000? Nee, ich hab, das ist auch so eine 7,5, knapp 8, also ist egal, ich sag 7968 Höhenmeter rauf und 7,9 runter. Ja. Also da ist man. Da weißt du, was du abends gemacht hast. Ja, aber wirklich von 35 Meter über Null geht man ein paar Mal hoch auf 757 Meter und dann wieder 35 Meter runter. Und dann richtig so, wie so ein bisschen setzt man den Herzschlag hoch, runter, hoch, runter. Sehr interessant. Werde ich nie ausprobieren. Nee, ich auch nicht. Die schlechte Nachricht ist, wer jetzt losgeht, kommt nicht mehr pünktlich an. Was ist denn mein Auto? Mal gucken hier, das Auto. Auto geht. Auto geht. Wahrscheinlich. Ja, das Stündchen, der hier sagt, 15 Stunden, 30. Ja. Das kannst du, wenn du willst, in einem durchballern, aber würde ich nicht empfehlen. Na gut, lass uns doch mal auf das Spiel gegen Gladbach zu sprechen kommen. Ich glaube, da wollen ja auch einige Leute was zu. Müssen wir das? Ja, ich möchte... Ich fürchte, der Journalist in uns muss da mal drüber reden. Ich steige mal ein mit meiner Einschätzung. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass wir bis zu der roten Karte und vielleicht diesem sehr schnellen 3-1 zu Beginn der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe waren mit Gladbach, dass wir aber auch nicht gut waren, trotz der Augenhöhe. Also wir hatten ja auch keine Torchancen in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Elfmeter. Und einmal die Szene, wo Tigges da so auf links durch war und dann irgendwie Jan Sommer in die Arme schießt. Gladbach hat schon die größeren Chancen, also alleine Thuram hat ja mal eine sehr gute gehabt, die Marvin Schwebe in Marvin Schwebe-Manier zunichte gemacht hat. Und dann kam halt eben dieser saudumme Platz und ja,
mit dem und dem einhergehenden Elfmeter war dann die Luft so ein bisschen raus. Ich glaube, ich hätte auch von der Bank eine Reaktion erwartet auf den Platzverweis und nicht dieses, ey, wir spielen weiter nach vorne, wir erlauben damit Gladbach ja 15 Mal gefährlich vor unser eigenes Tor zu kommen. Das habe ich auch in der Halbzeit schon geschrieben, das ist jetzt kein Rückblickswissen. Das sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es einfach nicht mehr der Wettbewerb auf Augenhöhe. Da hast du gesehen, dass A, wir überhaupt keine Erfahrung damit haben, in Unterzahl zu spielen, bis auf dieses Hinspiel, wo wir aber trotzdem einfach 700 Millionen Prozent Ballbesitz hatten und nicht gefordert worden sind von denen. B, hast du gesehen, dass Gladbach einfach die technisch auch bessere Mannschaft ist. Die sind auch die, in Anführungsstrichen, jetzt wertigere Mannschaft. Also allein die drei im Mittelfeld bei denen sind mehr wert als unsere gesamte Mannschaft, hatte ich mal nachgeschaut, spaßeshalber. Hast du auch gesehen, es war schon ein Qualitätsunterschied in Unterzahl dann. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Kainz eben die Ellbogen unten gelassen hat. Hat er nicht. Und dann war es auch ein gerechtfertigter Platzverweis, würde ich sagen, unterm Strich. Vielleicht kann man darüber diskutieren, dass mein spezieller Freund Rami Benzebaini schon gegen Ljubicic hätte rot sehen müssen. Hat Steffen Baumgart zumindest behauptet hinterher. Können wir gleich mal diskutieren. Dann wäre es ein Spiel in Gleichzahl gewesen. Oder vielleicht hätten wir die Überzahl dann sogar durchgehalten, weil wir dann gar nicht erst dieses Foul hätten begehen müssen. Dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Ist es nicht. So war es vielleicht unterm Strich. Nee, es war eigentlich nicht mal ein Tor zu hoch. Also wenn du dir die Expected Goals anguckst, hat Gladbach 3,0 und wir irgendwie so um die 1. Also war alles schon verdient. Es tut weh. Das ist ein Derby. Derbys tut immer weh, wenn du die verlierst. Wenn du sie krachend verlierst, tut es umso mehr weh. Aber ich glaube, man muss da einfach die Unterzahl mit reinrechnen und halt die Tatsache, dass wir unter der Woche gespielt haben und ja, die halt nicht. Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde auch, dass wir gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht haben. Wir sind den Gladbachern echt penetrant mit dem Anlaufen auf den Sack gegangen. Und dann kriegst du diese Ecke und auch wieder so ein Tor, wo du denkst so, wie springt ihr da hoch? Also, wie verteidigt ihr das? Das ist einfach nicht gut. Will ich mal eben einhaken. Fehlt uns bei diesen Ecken gegen uns, fehlt uns da Modest vielleicht nicht auch? Der hat doch früher 9 von 10 von diesen Dingern rausgeköpft. Ja, also ich glaube halt, dir fehlt jemand, der konsequent da hingeht und die Dinger wegköpft. Und das ist genauso wie bei den offensiven Ecken. Ich finde, von den aufgerückten Defensivspielern, Hübers, Kilian und auch Soldo, geht halt null Gefahr aus. Da kannst du einen Turmbeutel hinlegen. Du meinst jetzt bei unseren Ecken? Bei unseren Ecken, also den offensiven Ecken von uns. Da wären wir doch eine gute Statistik nach Ecken. Ja, aber trotzdem, also ich finde jetzt auch die letzten Ecken, die wir dann getreten haben, also gerade in dem Gladbach-Spiel fand ich jetzt halt nicht gut oder nicht überragend. Und du hast gegen Dortmund ja auch wahnsinnig viele Ecken gehabt. Ja, da hast du ein Tor gemacht, das ist richtig. Aber ich finde, obwohl unsere Statistik so gut ist, könnte man da wahrscheinlich noch mehr Gefahr erzeugen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Qualität der Ecken auch immer ein Zufallsprodukt ist. Da sind zwar manchmal einstudierte Sachen dabei, aber wie die Ecke dann kommt, ist halt auch immer ein bisschen Glückssache. Ja, es ist halt traurig, dass Ecken, die man ja beliebig auch reproduzieren und trainieren kann, dann manchmal beim FC dann doch irgendwie nach zu viel Zufall aussehen, finde ich. Aber da kann, da kann ich euch aber auch nicht zustimmen. Also ich finde, unsere Ecken sehen einstudiert aus. Deswegen haben wir so eine gute Quote. Schon einstudiert. Also ich sage jetzt nicht, dass die Tore glücklich fallen. Das ist schon einstudiert, aber die Qualität, wie die Ecken dann kommen, ist halt ein Zufallsprodukt. Entweder kommen die Ecken so wie auf Tigges, wo du denkst so, boah, richtig gut mit Zug zum Tor und zum Angreifer und oder da kommen so Ecken wie jetzt im Spiel gegen Gladbach, wo die Ecke über den zweiten Pfosten hinaus fast auf Ecke des 16ers titscht, ohne dass da einer dran kommt. Oder eine Ecke später, da wird die auf den kurzen Pfosten geschlagen, das waren dann wieder diese kniehoch erster Pfosten-Ecken. Und das verstehe ich dann nicht. Also du hast dann Ecken dabei, wo du denkst, so, boah, cool, geil, die kommen jetzt mal richtig gefährlich. Und jetzt hast du eine Ecke und dann, ne, kennen wir ja auch alle.
Da kommt so eine Ecke, dann sagst du, so, jetzt komm, Ecke und rein und zack und Kopfball und dann kommt die Ecke und denkst so, wie kann das sein? Aber ist das nicht bei jeder Mannschaft so? Ich also auch, schon, auch Union Berlin tritt doch nur 50% gute Ecken. Das würden die doch auch 10 Tore pro Spiel machen, wenn die 10 Ecken haben. Wahrscheinlich ja, aber ich finde, mir ist das halt in den letzten Spielen massiv aufgefallen, dass der Unterschied zwischen einer gut getretenen Ecke und einer schlecht getretenen Ecke bei uns teilweise exorbitant groß ist. Also ich habe da auch noch kein Muster. Also es liegt jetzt nicht am Eckenschützen. Also Florian Kainz ist ja meistens unser Eckenschütze. Der macht manchmal Ecken, wo du denkst so, richtig gut. Und dann sind da Ecken dabei, wo du denkst so, Junge, was denkst du dir dabei? Also bei dieser Ecke, die ich gerade vor Augen habe, war in der ersten Halbzeit gegen Gladbach, die segelt so weit von hoch über alle weg, dass die echt auf der Ecke des 16ers links ankommt. Und aber grundsätzlich gebe ich dir recht, einen Modest mit seiner Kopfballhärte fehlt dir schon. Ja, vor allem, ja. Ich finde eben auch hinten bei gegnerischen Standards. Ja, genau, bei gegnerischen Standards, genau. Ja, weil ich glaube, sowohl den gegen Partizan als auch den gegen Gladbach hätte der rausgeköpft. Zumindest hättest du einen mehr mit. Also, auf der anderen Seite denke ich mir so, Tigges und Dietz sind jetzt auch keine kleinen Spieler. Nee, aber das ist auch eine Qualität, einen gegnerischen Eckball überhaupt zu erreichen. Sonst würde ja jeder große Typ, sehen, jeder große Stürmer, die immer rausköpfen, ne? Aber Modest hat das schon auffallend oft gemacht bei uns, finde ich. Ja, gebe ich dir recht, ja. Ja, wenn er eins konnte, war es Kopfballen. Also dann hat ihm keiner was vor. Ja. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass der, ist ja nicht verwunderlich, dass der aus 5 Metern über den Ball tritt irgendwie und dann in der 94. mit dem Kopf das Ding reinmacht. Also das, da war denen wirklich keiner was vorgemacht. Ja. Also wahrscheinlich bester Kopfballspieler in der Liga. Ja, gut möglich. Also den ehemals besten haben wir auch bei uns in der Mannschaft. Spielt man leider nicht, weil verletzt. So schnell geht das manchmal. Ja, sollen wir über die einzelnen Szenen reden, die so das Volkes Gemüt bewegt haben. Erste Szene, Foul an Florian Kainz im Strafraum. Klarer Elfmeter, oder? Ja. Ich würde vielleicht ein bisschen vorher einhaken. Ich fand die Grätsche vom Stindl gegen Schmitz echt, wo der komplett durchzieht, mega brutal. Mhm. Also für mich war das dunkelste gelbe Karte und sich dann noch zu beschweren, wo er fast das Bein abtritt. Und danach macht dann der Kainz, ein paar Minuten später macht er das ähnliches Foul, aber nicht ganz so intensiv, aber es waren beides gelbwürdige Fouls, aber da habe ich mir schon gedacht, so, boah, das wird, wenn so eine alter Haudegen wieder Stindl da so reingeht, dann wusste ich schon, heute wird es ein schwieriger Tag. Der ist heiß. Und und da habe ich mir auch vom Schiedsrichter gehofft, dass der so ein bisschen mehr, dass das Temperament runterdrückt, hat er ja probiert in den gelben Karten. Ja, das hat sich dann leider später gerecht, ne? Ja, genau, aber das ist klar, war ein hartes Foul. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da so ein bisschen drunter, ich sag mal in Anführungsstrichen, leiden, dass wir doch relativ ehrliche Spieler haben, die sowas nicht mehr machen, als nötig ist. Benno Schmitz hat ja auch nur ein bisschen quasi Schmerzen angezeigt und ist dann aufgestanden. Vielleicht, wenn der da so sich noch 10-mal rollt, sieht das auch wieder intensiver aus, keine Ahnung. Der Dominik Drexler, der hätte sich bis zum Tor gerollt, wahrscheinlich, vor Schmerzen. Ja, ich meine, ich bin ja froh, dass wir halt eher so diesen Spielertyp haben und nicht diesen FC Augsburg-Spielertyp, der da wirklich sich dann wirklich bis zum Rollrasen da mutiert. Finde ich gut, aber manchmal, glaube ich, wird es uns auch zum Nachteil. Meinte ich ja eben auch mit der, dass man einfach mal dreckiger spielen müsste, ne? Und da vielleicht das auch annimmt. Und auch wie, aber da spielen wir, gehen wir chronologisch weiter, bevor ich hier vielleicht zu viele Sachen erzähle, die ich später erzählen sollte. Ja, vor allem, wenn wir es annehmen, dann fliegt uns ja immer um die Ohren. Also vielleicht hat Kainz ja sogar versucht, diese Härte anzunehmen, hat dafür dann ja gelb gesehen in der 11. Minute mit seinem Foul gegen Mulder und Scully und dafür dann gelb gesehen, was ihm ja später noch zum Verhängnis werden sollte. Ja, na, dann haben wir schon gesprochen über den Elfmeter. Ich glaube, da gibt's auch nichts zu diskutieren. Hoffmann kommt klar zu spät. Tritt dem, genau. Ich will jetzt sogar dem Gladbacher da nicht mal eine Absicht unterstellen. Kainz geht zum Ball und Kainz ist früher dran, genau. Ja. Und
kriegt halt den Fuß an den Ball und dann trifft der Hoffmann nur den Unterschenkel von Kainz. Und das kannst du auch als Schiedsrichter schon in der laufenden Bewegung sehen. Da brauchst du eigentlich keinen VAR für. Aber gut, dafür ist der ja da, dann sowas dann klar zu haben. Wobei er da ja so links versetzt steht, ich glaube, das in der laufenden Bewegung zu sehen, du siehst nicht, ob Hofmann der erste, also ich weiß nicht, ob er gesehen hat, dass Hofmann den Ball gespielt hat. Ich glaube, er hat gedacht, dass Hofmann den Ball spielt und Kainz trifft. Weil, ich glaube, deshalb, weil der Ball so wegspringt, ne? Weil er, genau, weil der Ball so wegspringt. Kainz Fuß dann, ja, das ist so aus, als hätte er den Ball gespielt. Und dann weiterspielen zu lassen und dann sich das noch, also was ich halt gut finde, ist, er hat sich das angeguckt und hat halt sofort, also es war ja tatsächlich für VAR-Verhältnisse ein sehr kurzes Review und als sie da schon so schnurstracks rauskam, war mir klar, jetzt kriegen wir den Elfmeter. Und ja. Dieses Jahr kriegen wir nach jeder Ansicht immer die für uns bessere Option. Ja, gefühlt, nach Ansicht der Videobilder. Nicht nur gefühlt, ich glaube, es gab keine Situation, wo wir nach VAR den Negative fressen mussten, oder? Dieses Jahr. Zumindest keine 50-50-Entscheidung, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine VAR-Entscheidung gegen uns hatten, die wir. Also wenn dann irgendwas, wo es schwarz-weiß war, also wo klar war, abseits oder was der Geier. Genau. Aber auch in der können wir sind keine erinnern. Kann ja der Chat mal schreiben, haben wir dieses Jahr eine Entscheidung vom VAR gegen uns bekommen? Falls ja, erinnere mich mal dran. Lieber Chat, ich weiß es nämlich nicht mehr. Die rote Karte von Chabot war ja ohne VAR. Ja, gut. So. Boah, und dann kommt ja schon das, also übrigens Hofmann kein Gelb dafür gekriegt, ne? Nochmal für den Hinterkopf, für dieses Foul, den Elfmeter. War es denn Gelb? Ich fand aber ich finde im Kontext von dem, was später passieren wird, gleiches Recht für alle. Aber sie machen ja eh nichts draus. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass Baumgart dann in der Halbzeit sagen würde, denkt dran, der Lars Stindl, der Benzer bei Ihnen, die haben beide Gelb, geht auf ihn drauf, lasst euch da umgrätschen, damit wir die gleiche Mannstärke haben. Kommt ja nicht. Die sind einfach, das ist zu fair. Ich meine, ich mag es an der Mannschaft, aber das gegen Gladbach wünsche ich mir, und dann auch gegen Union wünsche ich mir, dass sie einfach mal genau den gleichen Spielstil manchmal nehmen, so ein bisschen rum Augsburgern, würde ich mir echt wünschen. Ja, haben halt auch die falschen Spielertypen für, ne? Also, ja. Kainz ist halt einfach mehr der Schwiegermuttersohn, der Liebling. Hector ja, ist ja guck ein, mal, als der am Kehlkopf getroffen wurde, dass er zu Boden ging, hat er. Also ich fand, das tat auf jeden Fall weh, hätte vielleicht nicht ganz so viel machen sollen. Da wurde ja für so ein bisschen geächtet, dass er viel daraus macht. Das ist dann halt, das denkt er sich auch, mache ich nächstes Mal lieber nicht, dann bin ich lieber härter im Nehmen. Und bevor ich jetzt wieder eine Woche lang höre, ich bin hier die kleine Schwalbe, die hier umfliegt, sobald was abbricht. Ja, wie er es macht, er macht es falsch. Ja. Wenn das nicht tut, schimpfen wir, dass wir keine Augsburger sind. Ja. Wobei, wie ja, ich wünsche mir das ja auch nur gegen diese Mannschaften, die halt auch so eklig spielen. Also das will ich mir, also nicht, ich will das ja gar nicht, dass sie die ganze Zeit spielen, aber gegen die Augsburger, gegen die Unioner, ja, gegen die musst du so arbeiten. Da musst du manchmal vielleicht Gleiches machen. Und einen Waffen schlagen, ja. Ja, und Partisan, also wie die da auf dem Boden lagen. Ich habe mich so aufgeregt. Das kann es doch nicht sein. Ja. Yep. Naja, kein Schwiegermutterliebling ist bestimmt Rami Benzebaini. Also mir bräuchte der Schwiegermutter nicht mehr die Augen treten, den würde ich sofort per Arsch aus meinem Haus raus Wenn der mit seinem Maserati vor der Türe steht, mach ich dir auf. Wahrscheinlich auf dem Behindertenparkplatz parkt. Auf jeden Fall hat der ja Jubicic aus dem Spielwettbewerb für die nächsten 2 bis 3 Monate rausgetreten. Gelb oder wie Baumgart sagt, rot? Also er kommt zu spät, ist es aber auch, weil ich überlege gerade, ich habe auch die Szene richtig im Kopf habe. Es ist doch so, dass Ljubicic irgendwie den Ball spielt, der Ball dann weg ist und Benzebaini irgendwie so in den Rhein rauscht, ne? Ja, der rutscht vorher weg und dann fällt er so in den Rhein irgendwie. Genau das ist, glaube ich, vielleicht der Unterschied. Also wenn der jetzt in den Rhein rutscht, also als klare Aktion, dann ist es rot. Der kommt so ins Trudeln und ist halt denkbar ungünstig. Aber Absicht, nicht Absicht, das hat nichts zu tun mit der Farbe. Also ich fand, der hätte auch nicht der ist so kurz davor weggerutscht, der wollte ihn eigentlich nur umpogen. Ich hätte mir da auch, also ich hätte gesehen, dass ich mir weiß, kommt VAR, rote Karte, das wird eigentlich funktionieren. Auch wenn er wegrutscht, das sieht ein bisschen unglücklich aus, das wollte er vielleicht nicht auch so.
in der Folge haben wir einen unserer besten Spieler verloren. Und Baumgart hat wirklich noch nie gesagt, irgendwie, da war eher das Gegenteil, wir müssen weniger Karten zeigen, wir müssen härter werden. Und da hat er zum ersten Mal, vielleicht war er auch frustriert, gesagt, da hätte er sich eine andere Karte gewünscht. Hat er noch nie gemacht. Also das muss man ihm echt nochmal so sagen. Und das. Ja, also ich habe das dem Marco auch geschrieben. Ich finde, Benze Baini sollte beim Betreten des Rasens schon mal gelb kriegen. Ja. Aus Prinzip, einfach für sein Lebenswerk und für die Gesamtleistung quasi. Wenn ich Drexler zum Vergleich heranziehe, war das Benze Baini Foul viel, viel intensiver. Aber das Drexler Foul kannst du. Ja, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, wenn du mir nicht so rüde ins Wort gefallen wärst. Genau. Aber Drexler hat auch die DFL, glaube ich, gemerkt, dass sie da drüber waren mit dieser Entscheidung und dass sie das eben nicht als Maßstab anlegen wollen. Da habe ich ja auch dann schon in dem Podcast danach gesagt, dass mir das keine rote Karte wert ist. Hier, Benze Baini wäre für mich so ein klarer Fall für eine orangene Karte. Also so genauso auf der Grenze zwischen Gelb und Rot, so 15 Minuten Zeitstrafe und dann weiterspielen. Wäre vielleicht so das, wenn es das gäbe. Gibt es natürlich nicht, aber ne. Ja, aber ja, er hat auch die Verletzung schon mit seiner Intensität da in Kauf genommen, ob der jetzt wegrutscht oder nicht. Glaubt ihr, dass Benze Baini Glück hat, dass der Schiedsrichter ihm die gelbe Karte gibt? Was meinst du? Wegen VAR, oder? Wegen VAR. VAR nicht eingreifen. Genau, weil wenn er keine Karte gibt, glaube ich, dann guckt der VAR sich das an. Also dann kann der VAR einschreiten. So ist es ist keine eklatante Fehlentscheidung. Gelb. Aber dann will ich jetzt den Drexler hinterherjagen, der hatte gelb bekommen und da haben sie die gelbe einkassiert und die rote gegeben. Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, aber. Gut, bei Drexler war es eine übersehene Tätigkeit, ne? So war zumindest die Argumentationslinie. Serious Missed Incident. Hier war jetzt nichts Mist, weil der hat es ja genau gesehen und bewertet, genau. Der Jablonski. Genau, Jablonski hat es bewertet. Ja, aber auch nach Sicht der Videobilder gibt es da, glaube ich, immer noch kein Rot. Also, das wurde ja in der Zeitlupe jetzt nicht so stimmen, dass du sagst, das musst du jetzt zwingend umändern irgendwie. Er hätte den Duda umgetreten, wäre es halt so schön gewesen. Mit gesagt, gelb war okay. Ja, ich meine, Duda hat ja auch zweimal Glück gehabt, dass er keine rote gesehen hat. Ja, ja. Allerdings, glaube ich, beide mal ohne VAR, glaube ich, ne? War doch beides mal in der, in der Dings liegt da. Nee, gegen Dortmund hat er. Gegen Dortmund nicht. War das gegen Dortmund? Ja, gegen Salih Özcan. Ja, gut, Salih. Ja, gut. Salih, kann man mal einen reinhauen. Der hat gefehlt, mit dem hat gegen ihn Derby verloren. Ja, das stimmt. Aber Jubicic hat auch in jedem Derby jetzt bis jetzt getroffen, seit er bei uns ist. Konnte er dann nicht mehr, weil der ist jetzt raus. Hat man dem Spiel auch angemerkt, dass er nachher gefehlt hat. Gute Besserung, lieber Dejan Ljubicic. Comeback stronger. Bin ganz froh, dass dann diese Länderspiel, hier WM-Pause, recht früh dann kommen wird und dass er sich da in Ruhe auskurieren kann und damit dann hoffentlich wieder ab dem 16. Spieltag zur fortgesetzten Hinrunde wieder zur Verfügung steht. Spätestens aber dann zur Rückrunde. Ja. Der Bütchen-Micha hat gerade gesagt, es gab einen VAR gegen uns, und zwar Union-Handelfmeter. Den hat aber Marvin Schwebe dann gehalten. Stimmt. Mhm. Aber Moment, stopp, das muss ich korrigieren. Ich war im Stadion. Der hat direkt gepfiffen und der VAR hat uns nicht eingeschritten und hat es dann nicht weggenommen. Okay, dann, wenn man das so auslegt, hätte er es machen können. Haben sie aber auch gesagt, es war eine Fehlentscheidung. Also er wurde angeköpft aus dem Meter, von hinten an den Oberarm, Stimmt. gepfiffen. Und dann habe ich im Stadion gesagt, so, das kann er nicht pfeifen, das muss er wegnehmen. Und dann wurde es trotzdem, und hat das ja der gute Marvin gehalten, den Ball, hatte auch Hoffnung, dass er das gegen Gladbach macht. Also es war keine VAR-Entscheidung gegen uns, ist ja, aber auch nicht für uns, ja. 50-50. Ja, vor allem war es es war ja ein Nicht-Eingreifen des VARs. Ich meine schon wirklich ein Eingreifen. Ja. Dann gegen uns im Stadion. Naja, dann kam Schindler. Auch so ein Wechsel, den ich schon so ein bisschen hinterfragt hätte. Ich verstehe den Sinn dahinter. Ich glaube, der Sinn war nämlich genau, eben jeden Benz bei Ini hinten so ein bisschen zu beschäftigen, indem du dann relativ schnell einen Flügelmann gegen ihn stellst. Das war ja auch, glaube ich, die Aufgabe von Ljubicic. Ich hätte trotzdem lieber einen Spielertypen gesehen, der Ljubicic ähnlicher ist. Also namentlich eben Hussein Basic oder irgendwas mit Martel basteln oder so. Glaube ich, hätte unserem Spiel mehr Stabilität verliehen. Weil Schindler ist jetzt ja kein Stabilitätsspieler, sondern einfach mehr so
so ein Konterspieler halt. Hat man dann auch gemerkt, finde ich, weil danach kam mir direkt die Szene, wo Stindl frei auf den, also unter den Strafraum zugelaufen ist und Skiri den da aus den Socken holen musste. Übrigens davor auch nochmal ein Foul von Stindl an Schmitz, ne? Auch da hat man nochmal über Karten reden können und so. Der hat auch den Skiri gefoult, Ellenbogen in die Seite. Genau. Also hätte man auch überlegen können, den Last mal zu zeigen, wie die Bank aussieht. Richtig. Ja, aber über gelb-rote Karten müssen wir jetzt nochmal reden, denn dann kam immer das Foul von Kainz. Das ist natürlich wieder typisch, ne? Kurz Ecke, davor, wie diese Ecke entstanden ist, da können wir drauf zukommen. Das war einfach auch traurig. Ja, eben, genau. War wieder so eine Ecke, die kein Mensch braucht, die man und komplett anders hat erklären können. Ne? Genau. Einfach zur Seite fertig ist, ne? Ja, eben, genau. Und selbst vor diesem Kopfball von Kainz haben wir so ein, zwei Kerzensituationen gebaut, wo du auch denkst, hättest du 10-mal vorher klären können, dann kommt der Kainz überhaupt nie in diesen Zweikampf rein und du kannst in die Pause gehen mit einem 1-1 und mit 11 Leuten noch am Platz und dann gibt's diese Szene gar nicht. Da war mir echt unclever oder nervös oder fahrig, sucht euch da irgendein Adjektiv für aus. Ja, und dann kommt's halt, wie es kommt, er steigt hoch. Ich finde, was er da tut, ist kein Schlag. Ich finde, das ist eine fußballtypische Bewegung, dass man halt hochspringt und dabei die Ellbogen nutzt, um sich Schwung zu holen. Der Fehler war eher, dass er sich halt nicht vororientiert und den Hofmann einfach nicht sieht. Hat er nachher auch gesagt, er hat nur auf den Ball geguckt und nicht auf um ihn herum. Dann ist halt ein Hofmann auch clever genug, da reinzugehen, weil ich glaube schon, dass er noch so eine Bewegung zum Ellbogen hin macht, so ganz klein, ganz kurz. Ist dann auch eine Form von Cleverness. Ja, und dann ist es in der Konsequenz eben wahrscheinlich sogar ein berechtigter Elfmeter. Das ist die Situation, wo ich eben meinte, manchmal musst du einfach ein dreckiges Spiel machen. Und ich fand auch, hat sich der Hofmann richtig clever geholt. Ja. Schmeißt sich da unter dem Arm. Zurückgeholt, ne? Ja. Macht er clever. Und der Hofmann weiß das. Sie hat auch diskutiert bei uns, dass der Hofmann da gar nicht könnte. Der Hofmann sieht, wie der Ball hochkommt. Da ist ein cleveres Kerlchen. Jetzt gehe ich schön in den Rhein und dann lasse ich mich fallen. Und dass er dann noch so geil einen Ellenbogen rausholt, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ich glaube, das Problem ist halt immer, dass wenn du als erster Spieler in den Zweikampf gehst, wie es Kainz macht, Kainz geht hoch und der zweite Spieler springt von unten in den Ellbogen rein, hast du halt immer schlechte Karten wahrscheinlich. Ja. So eine halbe Sekunde, ne? Das ist das, ja, was der fehlt. Genau. Ne? Und der Hofmann nimmt doch gar nicht die Arme hoch, sondern er geht ja wirklich richtig unter den Flügel, wenn die Hände dann Küken runterzieht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das ein Foul für uns gewesen wäre. Wie gesagt, ja, da hat er sich da reingeschmissen. Aber das war leider auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Naja, der nimmt auch noch schön eine Behandlungspause dann, der Herr Hofmann, damit der weiß, dass der Elfmeter die letzte Aktion der ersten. Aber ich glaube, ihm hat es wirklich weh getan. Ich habe danach noch. Ich musste mir die Stimmen musste mir noch angucken, weil alle noch weiter gucken wollten. Ich war schon fast drauf, um dann das nächste Spiel zu gucken. Und dann hat er auch gesagt, dass sein Schädel brummt. Gut, das sieht wahrscheinlich ziemlich wenig. Ja, aber wenn schon gelb-rot, dann soll da auch irgendein Gladbacher der Schädel brummen. Also. Ja, am liebsten wäre dann was gewesen, dass einer auch runter hätte müssen mit großer Verletzung, aber das war. Aber es ist natürlich bitter, dass wir jetzt unsere beiden wichtigsten Männer, also unsere beiden Ösis, verloren haben. Und wir jetzt ausgerechnet in dem Kackspiel gegen Augsburg auf die beiden gerade formbesten Spieler verzichten müssen. Auf Dejan ja noch ganz lange, auf Kainz nur für ein Spiel. Wollte sich vielleicht für Europa ein bisschen ins Rennen bringen und sich für die Liga dann schon, für die englischen Wochen, weiß ich nicht. Ja, aber ist wie es ist. Und dann kam halt das Spiel in Unterzahl. Und ich vermute mal, du nimmst ja da in der Halbzeit viel vor, in der Halbzeitpause dann. Da gibt's eine motivierende Ansprache. Wir alle kennen ja auch, dass Baumgart die heiß machen kann für die zweite Halbzeit und die dann da wahrscheinlich hochmotiviert rauskommen. Ist halt nur alles scheißegal, wenn du in der zweiten Minute der zweiten Halbzeit dir dann direkt diesen Strahltor von Lars Stindl fängst, der ja, wie gesagt, auch schon gut und gerne gelb-rot hätte sehen können. Darf ich nur mal ganz kurz eingrätschen? Mhm. Es ist halt die Frage, wie sehr du motivieren kannst, wenn halt hinter dir auf der Liga halt dann der Dejo liegt und jeder weiß, den hat's schwer erwischt und guter Spieler. Dass er halt, die waren ja kurz danach in der Kabine und ich glaube nicht, dass der irgendwo anders war. Da war wahrscheinlich irgendwo da in den Physioraum, sind die auch alle reingegangen. Ich glaube schon, dass das ein Emotionskiller war. Ja, du kannst ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt war er aber schon, sorry, auf, zu
zu dem Zeitpunkt war er aber schon auf dem Weg in die Klinik. Meinst du 7 Minuten später? Ja. Also ich habe gelesen, dass sie halt die erste Diagnose mit Innenbandriss schon in der Kabine gemacht haben wollen. Ja, dann von da aus wohl direkt also er war zur Halbzeit nicht mehr im Stadion. Okay, krass, alles klar, wusste ich nicht. Aber trotzdem Stimmungskiller. Wenn man fragt, wo ist Dejo, der ist in der Klinik, ja, das F-U-C-K. Ja, aber wir haben zum Beispiel auch das Spiel nach der Özert, dem Özert-Zusammenbruch gewonnen. Ja. Gut, jetzt nicht. Das war aber zweite Liga, glaube ich, oder? Ja, klar. Ja, aber trotzdem, aber also. Ich finde bei dem Gladbach-Dingen, das Problem ist halt, dass vor dem 3-1 genau das passiert, du klärst den Ball hinten nicht raus, dann bekommst du da den so, wie viel Meter? 2,5 Meter vor dem 16er. Und da frage ich mich, was in dem kleinen Köpfchen vorgeht. Ja, da war es schon. Also, wir sind zu weit. Das geht doch schon bei dem Pass von Jonas Hector los. Wem war dieser Pass gedacht? Keine Ahnung. Ich glaube für Skiri, ne? Ja, aber der war ja nur im Umkreis von 5 Metern nicht zu finden. Ja. Das geht ja da schon los, ne? Also, Stimmungskiller weiß ich nicht, aber in der Situation muss sich doch die Mannschaft an Spielern wie Hector und Skiri aufrichten können, weil das sind deine Säulenspieler. Dann sind es gerade die beiden, die den Ball dann nicht sauber hinten rauskriegen und damit erst Duda in die Position bringen, dass er diesen Fehler machen kann. Und der ist ja der Nächste, der eigentlich vom Standing, vom Alter her, von der Erfahrung her so jemand wäre, an dem man sich aufrichten können müsste. Und genau die drei sind deine drei erfahrensten Typen auf dem ganzen Platz. Wahrscheinlich wirklich, ne? Genau die drei fabrizieren diesen Dreifach-Vierfach-Fehler da. Und damit ist vielleicht dann auch direkt so jedes Momentum komplett raus. Auch weil der Stindl da das Tor seines Lebens schießt. Gibt es ja nichts zu halten für Schwebe. Nein. Ja, und was ich aber auch finde, habe ich gerade gesagt, macht euch da mal eine mentale Stecknadel rein. Ich finde die Reaktion von der Bank nicht gut. Also ich finde Unterzahl, das überlegt mal, als wir gegen Stuttgart gespielt haben und die in Unterzahl geraten sind, dann war die erste Amtshandlung von Matarazzo Mittelfeld stärken. Also der hat damals den Borna Sosa rausgenommen, auf Viererkette umgestellt und 4-4-1 gespielt. Und dann klar ist, 2 Viererketten, die eng verschieben und die Überzahl nicht zur Geltung kommen lassen. Und da ist halt Baumgart dann treu sich selber und sagt dann immer, nö, auch in Unterzahl, wir spielen ja Halleluja nach vorne. Aber dann wird aus Halleluja gegen so eine Mannschaft wie Gladbach auch mal Harakiri. Und Baumgart sagt ja selber, er ist noch ein junger Trainer, er muss auch noch lernen. Und so hat er selber gesagt, nach dieser Feherwa-Hinspielpleite. Vielleicht ist das so eine Situation, wo man lernen kann und dann auch mal von der eigenen Spielidee wegen der besonderen Umstände der Unterzahl gegen eine spielstarke Mannschaft abweicht und lieber guckt, dass man da Martel reinschmeißt und dafür das Mittelfeld dicht macht, damit halt ein Lars Stindl da nicht schalten und walten kann, wie er will, oder ein Chris Kramer. Was euch vielleicht aufgefallen ist, die Gladbacher haben in der ersten Halbzeit kein Mal beim Rausgehen den Schwäbe angegriffen oder die Innenverteidiger. Und nach dem Seitenwechsel sind sie draufgegangen, als gäbe es keinen Morgen. Das hat die Kölner vielleicht, glaube ich, auch sehr überrascht. Weil auf einmal stehen sie davor, der konnte doch der Schwäbe, der stand bis am 20 Meter vom Tor weg und hat dann die Bälle gespielt und sind einfach nicht losgerückt. Und sobald sie aus der Kabine kamen, haben die das komplett gewechselt. Und da war ich selber auch überrascht. Ich dachte mir so, oh Mann, ich hätte das nicht schnell das Gegentor. Und wenn man sich die Szene nochmal anguckt, der Duda, der nimmt sich den mit, verliert den halt auch direkt wieder, rennt natürlich auch wieder in 3 Gladbacher rein und dann holt der Stindl da aus seinem rechten Fuß so ein, also leider Gottes, echt wunderschönes Tor raus. Das war auch für die Kölner überraschend. Davor hatten sie Zeit der Welt und jetzt hatten sie auf einmal nur noch Druck, Druck, Druck. Ja. Das war, glaube ich, genau der Plan von Daniel Farke. Der wollte die Überzahl direkt in ein Tor ummünzen, um damit jede Form von Aufbäumen zu ersticken. Das haben ja auch Gladbacher geschrieben, ne? Ich habe auch geschrieben, Glückwunsch zum Derby, ich muss ja leider, die letzten drei konnte ich die lange Nase machen. Man halt auch, wenn du halt so strategisch geil die Tore schießt, dann hat es gegen jede Mannschaft Schwerheit, ne? Also. Ja, und wie gesagt, ich fand es auch nicht clever gewechselt. Also, ich glaube auch mit einem Mittelfeldspieler mehr kannst du diesem Pressing auch besser entgehen, als wenn du da halt so viele Lücken lässt, weil alle nach vorne rennen sollen und wollen und müssen. Ja, gut, ist wie es ist. Weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht den ganz großen Bock, über die ganze zweite Halbzeit zu reden, weil, also, aus Gründen halt.
Was man erwähnen kann, ich finde auch vor dem 3-1 wird Skiri von dem Tyram, ich glaube es war Tyram, ich weiß nicht genau, niedergerestelt. Da war der Ball schon weg, aber trotzdem, faul ist faul, ne? Also keine Ahnung, aber ist auch egal. Achso, Ja, vor dem, ja, weil Skiri kommt zu spät, kommt dann auch so ins Trudeln und Tyram und er beide ohne Chance auf den Ball fallen so übereinander weg. Das stimmt schon. Also unglücklich. In Gesamtheit unglücklich. Und Gladbach spielt das dann leider auch gut aus. Also das 3-1 war tatsächlich wahrscheinlich so der Genickbruch und spätestens mit diesem 4-1 durch Benzibaini ist dann halt auch einfach der Ofen aus. Selbst bei dem Tor von Hussein Basic, das war die 83. Minute, du liegst zwei Tore hinten. Ja. Ja, und vor allem, du hättest da auch schon mit 5 Toren hinten liegen können. Die waren ja so oft durch. Also allein Thuram hätte 3 machen können an dem Tag. Ja. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut restverteidigt. Das hat auch nichts mit irgendwie versuchen, noch ein Tor zu machen zu tun oder so. Das war einfach nicht gut verteidigt. Nö. Ja, das erste Mal, wo wir so richtig geschwommen haben, ne? Ja, hatte so ein bisschen was von diesem 5-0 gegen Hoffenheim. Aber nur in der zweiten Halbzeit, das ist das Problem. Naja. Auch gegen Hoffenheim war die erste Halbzeit gar nicht so schlecht tatsächlich damals. Und da ging mit 1-0, glaube ich, noch raus, ne? Genau. War übrigens ziemlich genau auf den Tag genau vor einem Jahr. 8. Spieltag der vergangenen Saison. Stimmt. Ja. Und noch ein kleines anderes Trivia. Wir haben jetzt exakt genauso viele Punkte wie letztes Jahr zur selben Zeit. Und das in einer stärkeren Liga. Also, ne, wo nicht Fürth und Bielefeld mitspielen, sondern Schalke und Bremen die Aufsteiger sind. Und ohne Modest und Sadi Özcan. Also. Ja. Ich glaube, das haben wir uns alles schlimmer vorgestellt. Da passt vielleicht die Frage von Timmy13 zu. Was seht ihr als realistisches Ziel bis zur WM an Punkten? Jetzt muss man mal gerade schauen, wie viele Spiele das sind in der Bundesliga. Bis zum 15. Spieltag ist das, ne? Genau. Und jetzt ist der 9., also noch 6 Bundesligaspiele. Augsburg, Hoffenheim, Freiburg. Das sind schon mal 0 Punkte? Ja, sind schon mal 0 Punkte. Aber Hoffenheim ist in Köln. Das gibt vielleicht ein bisschen. Augsburg auch. Ja, aber da bin ich im Stadion. Ja, das weiß ich noch nicht, ob du im Stadion bist. Das also, Stadion Augsburg landet. Spielt in Köln, dann spielen wir in Mainz, dann spielen wir in Köln gegen Hoffenheim, dann spielen wir in Freiburg, in Köln gegen Leverkusen und in Berlin gegen Hertha, nicht gegen Union. Boah, und immer englische Wochen. Ja klar, bis auf diese eine Pokalwoche immer englische Wochen. Ich habe mal vorher schön in Düsseldorf zu Hause gespielt. Boah, ja. Also. Ich sage, wir haben 21 Punkte. Wie viel haben wir jetzt? 13, ne? Ja, wir holen 8 Punkte gegen die Gegner. Mhm. Dann sag mal, gegen wen holen wir denn mindestens 2 Siege? Ganz einfach. Ja. Da der Dennis ja noch das stadionweite, landesweit, bundesweite Stadionverbot morgen. Ja, Dennis hat einen tragischen Unfall, der ihn für 6 Wochen ins Bett festhält. Nein, das möchte ich ja nicht. Also morgen wird's bei dir zu Hause klingeln, da steht dann die Bundespolizei und wird dir mitteilen, dass du dich am Sonntag in Hamburg auf der Wache um 15 Uhr zu melden hast. Die finden dann die Sturmhaube bei mir in der Sturmhaube, Quarzhandschuhe, das ursprünglich, das ist das Normale bei dir. Die kommen auch mit 400 Leuten in meine Wohnung. wird dann auch in der Mofo. Wir haben den Anführer gefunden. Genau, den Anführer der Nizza-Hooligans. Ja, genau. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir gegen Augsburg vielleicht sogar eine Chance haben. Ich habe am Wochenende das Spiel der Augsburger teilweise gesehen in der Konferenz. Auch jetzt nicht überragend gegen Wolfsburg, ne? Und was man nicht vergessen darf, ist, die haben in der Innenverteidigung einen ordentlichen Aderlass und da fehlen jetzt auch noch die beiden Stamm-Innenverteidiger Rovelow und Bauer. Die haben sich nämlich beide in dem Spiel gegen Wolfsburg die 5. gelbe Karte geholt. Ja, aber ich glaube, der heißt Guleo, der Rovelow. Der Guleo war das Maskottchen. Ja, genau, deshalb ja.
wie auch immer der heißt. Also ich versucht mal den Namen zu schreiben. Nee, danke. Ist das die Frage bei 3 gegen 3? Frage 1, nein. Buchstabieren Sie Chevrolet. Genau, genau. Wie viel E's sind da drin? Ja. Und zu viele, zu viele. Ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich 3 Punkte gegen Augsburg. Du wirst einen Punkt gegen Mainz holen, bist du bei 4. Du holst einen Punkt gegen Hoffenheim. Bist du bei 5. Du holst keinen Punkt gegen Freiburg. Wieder 5. Du holst keinen Punkt gegen Leverkusen und gewinnst in Hertha. 8. Halte ich für optimistisch. Also alleine jetzt ohne Jovicic und Kainz gegen Augsburg da den Dreier einzuplanen. Na gut, ich habe auch keinen Dreier gegen Dortmund eingeplant. Ne? Genau. Ja, aber wenn man ehrlich ist, hätten wir gesagt, beide Borussen jeweils einen Punkt, sagen wir einfach. Aber diese Dortmund-Mannschaften liegen uns ja tendenziell mehr als diese Augsburg-Mannschaften, die da wirklich mit 10 Mann hinten drin stehen, alles kaputt treten, was sich bewegt. Also. Und das ist halt genau das Spiel, was wir nicht können. Ne? Ja, eben. Sehe ja, wir haben aber auch letzte Saison Augsburg 4-1 in Augsburg weggefiedelt. In Augsburg, ne? Ja, genau. Ja, da hatten wir einen schönen Moment, da hatten wir auch die Gladbacher schwindelig gespielt. Wir haben davor auch gewonnen, ne? Das 3-2, wo André Duda das Spiel seines Lebens gemacht hat. Ja, das war noch unter Gisdol, oder Gisdol. Das Heimspiel war leider Gottes, der Blondschock da, der hätte auch vom Platz fliegen müssen, hat er da diesen Zweichwitterkrach gemacht, den TH wohl nicht gehalten hat. Das war auch kein schönes Spiel. Hatte, glaube ich, die erste Niederlage im Stadion dann damals in der Hinrunde. Ja. Zu Hause. Also, wie gesagt, übrigens Gisdol, neuer Trainer in Stuttgart. Nein, das heißt, na. Braucht jetzt einfach mal Alex Werle, Hels in der Familie. Das wird. Also, wenn das passiert. Und den holt dann noch den Held. Als Berater. Ersetzt den Distantat durch Held, ja. Nee, also was hast du denn, Sebastian? 8 Punkte, hältst du das für realistisch? Also, Augsburg zu Hause, da muss was gehen, egal welche Situation. Obwohl, wenn man ehrlich ist, stehen wir mit Augsburg auf einer gleichen, ich bin auf der gleichen Stufe. Die wissen genau wie Union, wie sie uns wehtun können. Ich wäre da jetzt vor Spiel mit einem Punkt zufrieden. Mainz, die wollen spielen. Da können wir vielleicht, da ist ja kein so wieder da, vielleicht kontern. Und weil die zu Hause immer Spiel machen wollen, haben wir vielleicht eine Chance. Da bin ich jetzt äußerst großzügig. Ich sage jetzt, das ist ein Sieg. Gegen Hoffenheim, weil die liegen uns ja auch richtig gut. Ne? Der Baumann macht jedes Mal sich Spitzenspiele gegen uns. Also, da kriegen wir nichts zu Hause. Sind wir bei 4 Punkten. Freiburg. Gut, das ist das neue Stadion. Haben wir das schon mal gespielt im neuen Stadion? Nee, da. Doch. Ich glaube, ja. Okay, dann war das ist ja unter. Ist das so? Okay. Wir haben noch die Mannschaft, die als letztes im Alten. Nee, ich meine, wir waren einer der wenigen letzten. Da hat man noch einen Zichos. Habt ihr die Doku gesehen? Mein Zich meinte, irgendwie so, scheiße, hier in diesem Stadion gewinne ich nie was, ey. Da meinte einer, so, das letzte Mal, dass wir hier spielen, ne? Okay, da kommt Bayer Leverkusen, da ist klar, die spielen uns, weiß ich nicht, da sind so Spiele, wo ich mir denke, wenn Bayer sich wieder komplett überschätzt und die so einen richtig schönen Lauf hinter sich haben, ist es Alonsos erste, Niederlage, aber ich gehe auch mal von 0 Punkten aus und bin ich immer noch bei 4 Punkten. Hertha, die machen leider Gottes keinen schönen Fußball, aber sie holen ihre Punkte meines Erachtens. Ja, komm, da bin ich sehr optimistisch. Samstag 15:30, schöne Bundesliga-Zeit, 3 Punkte wäre ich bei 4-7. Und da bin ich schon sehr optimistisch. Ja. Also Augsburg hat jetzt 10 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt. 4 Spielen, 4 Spiele. 10 Punkte aus 3 Spielen, das war gut. 3,33. Ja, also in den letzten 4 Spielen. Die haben gegen Bremen gewonnen, ne, die Mannschaft der Stunde. Haben gegen Bayern 1-0 gewonnen. Gut, gegen Schalke kann man mal mitnehmen, einen Sieg. Und gegen Wolfsburg das 1-1. Also, die sind gut drauf. Nee, stark, sehr stark. Ja, ich glaube halt nur nicht, dass die 13 Punkte dann aus 5 Spielen holen. Das ist, glaube ich, für das Verhältnis noch ein bisschen vermessen. Gegen Augsburg vielleicht so ein richtig ekliges, fieses, abgespacktes 0-0, weil wir auch nicht spielen können ohne die verletzten Spieler und gesperrten Spieler
und Augsburg sowieso mit dem Punkt ganz zufrieden ist in Köln dann. Okay, immer ein Punkt. Richtig elendiges 0-0. Genau. Wir gewinnen in Leverkusen, sage ich euch jetzt schon. Wir spielen zu Hause. Egal, wir gewinnen gegen Leverkusen halt. Ich habe mich, auf Maries Aussage verlassen. In Leverkusen kann immer was drin sein. Also, wir gewinnen gegen Leverkusen. Verlieren aber dafür irgendwie random gegen Hertha oder sowas. Freiburg gibt keinen Mainz einen Punkt, dann sage ich 5 Punkte holen wir aus diesem Spiel. Okay. Und was in Euroliga? Bitte? In der Euroliga? Wie viele Punkte holen wir da? Ich sag 7. So, dass wir Dritter werden. Nein, wir müssen Zweiter werden. Wir werden gegen Slowacko gewinnen und die anderen beiden Spiele nicht gewinnen. Okay. Weil gegen Partizan verlieren wir, Slowacko gewinnen wir und gegen Nizza Heimrückspiel gewinnen wir auch. Da bin ich auch im Stadion, also gewinnen wir nicht. Alles nein, du wirst nicht mehr im Stadion kommen. Verabschiede dich doch mal. Nimm doch einfach, akzeptierst doch einfach mal, dass ich auch mal am längeren Hebel sitzen werde jetzt mit meinem Antrag. Ja. Also ich muss den Dennis mal zur Seite springen. Ich habe schon auch alles probiert. Ich habe schon linkes Bein, rechtes Bein aufstehen probiert, das Trikot. Weiß ich, im Stutzen an FC-Socken angezogen und dann hat man zweimal gefunktioniert, mal gebrüllt, mal nicht gebrüllt, sich nicht geärgert, mal geärgert. Hat nichts genützt. Aberglaube, den wir in uns tragen. Das eine Spiel, was ich überhaupt nicht sehen konnte, weil ich da hier auf Touri-Führung war, das war natürlich das gegen Dortmund, ne? Also das beste Spiel der Saison bis jetzt. Ja. Ich konnte es auch nicht sehen. Ich habe das einzeln im Auto gesehen. Ich bin in den Urlaub gefahren und dann sind wir angekommen und dann habe ich Koffer ausgepackt und dann hatte ich die Push-Nachricht 2-1 und dann war ich nervös. Dann konnte ich auch nur noch so den Ticker nur verfolgen. Marco, der Sausack, hat es mit so einem Krabbencocktail in der Hand in der VIP-Lounge. Genau, mit Krabbencocktail. Ich habe Bier um mich gespritzt, schon vor dem Spiel. Ja, irgend so ein teures Import, IPA oder sowas in der VIP-Lounge. Ja, er trinkt wahrscheinlich Champagner, glaube ich nicht. Er trinkt nur Champagner. Nur. Aus Bauch. Holt den Sekt, tut den Sekt weg, wir aber trinken nur Champagner. Und nachher ist er mit dem Jovicic noch in irgendeinen so Saunaclub gegangen. Na klar. Eingeladen worden. Ja. It's all this, komm. It's all this, komm schon. Was kostet die Welt für mein tolles Tor? Genau. Jo, lass uns mal 3 aus 3 Augsburg machen. Ja, ich freue mich. Ihr wisst ja sicherlich, in welchem tollen Stadion der FC Augsburg seit 2009 spielt, ne? In der WWK Arena. Ja. Wie hieß denn das Stadion, in dem die Augsburger vor 2009 gespielt haben? Aha. A. Ist es das Fugger-Stadion, das Paul-Renz-Stadion oder das Rosenau-Stadion? Da war ich sogar tatsächlich in diesem Stadion. Weil einer meiner damals besten Freunde nach Augsburg gezogen ist, habe ich ihn besucht und das war, glaube ich, gerade noch ein Zweitligaspiel gegen Augsburg. Ich weiß nur, dass die Haltestelle Rosenau hieß, aber auf das scheiß Stadion so hieß. Heißt das Stadion? Ja, ich sag Rosenau. Der Sebastian darf mich gerne korrigieren. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, über Augsburg weiß ich nur, dass ich sie nicht mag und dass ich kein Spiel von dem freiwillig gucke, außer das Spiel gegen uns. Ja. Und dass da, ich glaube, der Reuter auf der Bank sitzt, weil ich ihn auch unsympathisch finde. Ich kann dir nicht helfen, auf gut Deutsch. Bleibst du bei Rosenau, Dennis? Ja, zumindest war das da das Viertel oder die Haltestelle oder so. Das weiß ich nicht. Ja, sehr trügerisch, ne? Hm. Aber ist richtig. Ah, okay. Das war fürs Glück, dass ich da war. Ihr müsst Applaus einspielen oder wenn es jetzt so, wenn er das Richtiges macht. Ja. Von 1951 bis 2009 tatsächlich Heimspielstätte des FC Augsburg mit 28.000 Plätzen. Aber das gleiche Stadion, also kein anderer Neubau irgendwo anders. Nee, also das im Rosenau-Stadion haben sie halt bis 2009 gespielt und dann, also die WWK-Arena steht auf einem anderen Platz und im Rosenau-Stadion spielen auch noch die zweite Mannschaft und A-Jugend und alles weitere. Ist weiterhin also noch Austragungsort für Spiele, so. Wie zum Beispiel Franz Krämer Stadion. Ach, oder Rote Erde oder so. Oder Rote Erde, genau. Ja, guck mal, schon mal nicht komplett blamiert. Ja, ist gut. Wie viele Spieler mit FC-Vergangenheit spielen denn aktuell in Augsburg? Oh, das muss ich denn fucking Kader kennen, ne? Sag mal, 0, 1 oder 2? Also, Elvis spielt da.
Kann schon mal null nicht sein. Mhm. Spielt Elvis? Ja, Elvis spielt da, ne? Da glaube ich sogar Tor gemacht. Also Elvis spielt. Das war schon mal mehr als null. Was waren die Auswahl, die größer als null waren? Zwei. Und was noch? Zwei. Nee, zwei. 0, 1 und 2. Ach so, 0, 1 und 2. Also Elvis ist schon mal einer. Mhm. Dann ist die Frage, ob es noch ein zweiter einfällt. Die Frage, das ist vielleicht spielt Elvis auch gar nicht mehr da. Doch, der ist da. Das so. Weiß ich. Lass mich mal überlegen. Also Torwart, ist kein Außenverteidiger. Das kann halt so ein komplettes Random-Ding sein. So irgendwie Niklas Nartey ausgeliehen oder so eine Scheiße. vielleicht auch nicht. Vielleicht haben die auch gar keinen zweiten. Vielleicht haben sie auch nur einen. Vielleicht haben sie Elvis. Drei. Nee, drei haben sie nicht. Drei kann ja nicht. Lass mal durchgehen. Jetzt müsste man natürlich Strobel spielt doch da, oder? Spielt Strobel da? Ja. Oder spielt der in Hoffenheim? Nee, der spielt in Augsburg, oder? Das weiß ich nicht. Kann ich, oder ich, vielleicht doch, ich meine, der spielt in Augsburg. Doch, zwei. Strobel und Elvis, sag ich. Das ist richtig. Yes. Hier ist Strobel und Elvis Rexwitscher, ja. Jawohl. Aber ist ja Strobel nicht verletzt, ja, ne? Oder? Ja, ist verletzt, ja. Achso, dann weißt du schon, wer das Tor gegen, also für Augsburg gegen uns schießen wird. Elvis. Könnte tatsächlich passieren, ja. Ja. Wir ärgern uns ja tatsächlich jedes Jahr, dass Augsburg in der Bundesliga spielt. Mhm, seit welcher Saison spielt denn Augsburg in der Bundesliga? Seit 11 Jahren. Kannst du selber ausrechnen. Saison 2009, 2010. Saison 2011, 2012 oder Saison 2013, 2014? Seit 11 Jahren. Ich weiß nicht, ob die jetzt Saison damit reinzählt oder nicht in diese 11 Jahre oder ob die vor Beginn der Saison 11 Jahre dabei waren. Aber ich glaube, es war die erste Zahl, die du gesagt hast. 2009, 2010? Das sind... Damit 22, 23, ne? Ja. Aber ich würde die mittlere Zahl nehmen wahrscheinlich. Also, ich sag's nochmal, weil mit Zahlen ist es immer schwierig. Also Saison 2009, 2010, 2011, 2012 ist B und 2013, 2014 ist C. Also 13 ist also nicht, weil das sind 11 Jahre, das weiß ich. Jetzt ist halt die Frage, ob es 11 Jahre wären, wenn die 12, 13 aufgestiegen wären. Ob man das als 11 Jahre zählen kann dann. Versteht ihr, was ich meine? Ob es eher 10 Jahre wären. Weil ich nicht genau weiß, wo diese Grenze liegt. Also ich würde wahrscheinlich mit deiner Aussage, dass das direkt gewusst hätte, würde ich nicht 2010, sondern 11, 12. Ich habe das Jahr genommen, mit wo sie in der Bundesliga gespielt haben. Also nicht das Aufstieg. Erste Mal, genau. Ja? Das ist das Gleiche, genau. Weil du steigst ja im Sommer auf und nicht im Winter. Ja, das sind aber andere Halbjahre, ne? Andere Halbjahre. 23. Also wenn du 2011 aufsteigst, spielst du ja 2011, 2012 in der Bundesliga und nicht 2010, 2011. Nee, klar, das verstehe ich. Deshalb sage ich ja, also es geht darum, wann sie das erste Mal Bundesliga gespielt haben. Nicht, wann sie aufgestiegen sind. Ja, also es sind 11 Jahre, das weiß ich, und dann wird es wahrscheinlich die mittlere Zahl sein. Das ist richtig. 2011, 2012. Am Ende Platz 14. Ja, also wenn ich nicht so mega kacke finden würde, müsste man ja sagen, Glückwunsch ist auch eine Leistung, aber die Frage ist halt, mit welchen Mitteln man das schafft, ne? Dass man seit 11 Jahren dieselbe Kacke spielt und sich kein bisschen weiterentwickelt hat. Und sobald man einen Trainer, die so ein bisschen weiterentwickeln wollte, sofort rausschmeißen und wieder so einen Klopper-Trainer holen. Also, ja. Erfolg gibt immer recht, aber es ist schon eklig. Aber ich meine, das können wir auch ein Lied von singen, ne? Also wir haben ja Glück geküsst, dass uns der Baum gerade so entwickelt hat. Mhm. Weil die Jahre davor, überlegt man, was wir uns da angeguckt haben. Und, auch das, den ersten Derby-Sieg da, den wir mit Bistro geholt haben, der Rex Bescheid die zwei Buden macht, das war ja kein Fußball. Ne? Also es ist egal, wir haben jetzt, wir sind Spielbestimmer, wir spielen nach vorne, wir haben, ich glaube, die meisten Flanken, die wir geschlagen haben, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist eine andere Frage. Ja, also wir das haben schon echt cool entwickelt. Und dann mit der Truppe, ne? Also 90 Millionen haben wir, glaube ich, Marktwert. Es ist der Wien zu den tiefen Fünfen in der Liga, glaube ich. Da holt schon echt viel raus aus den Jungs. Aber 9 Millionen für Peppi ausgeben, ne? Der gar nicht mehr da spielt. Den haben sie reisestill und heimlich in irgendeinen US-Amerikaner oder irgendwie so. Moment, 9. Ich glaube, die haben 16 ausgegeben, oder? 16 sogar? Ja, die haben verdammt viel ausgegeben. Hab ich auch übel gefeiert, als jetzt ausgeliehen wurde, habe ich C-Chat geschrieben, guck mal, da gibt es einen Verein, der ist genauso gut wie wir in Sachen Talente.
Ja, gut, man darf ja auch nie vergessen, Augsburg ist ja auch so ein Sponsorenclub tatsächlich, ne? Die verstecken das ja immer ganz gut, aber auch die haben externe Gelder, um sowas zu machen, halt, was wir nicht haben. Ricardo Pepi hat übrigens 16,36 Millionen Euro. Ja. Wo spielt er jetzt? Steht das da, wo du gerade bist? Ausgeliehen nach Groningen, zum FC Groningen. Da war doch auch irgendein bekannter Mensch Trainer beim FC Groningen. Beim FC Groningen, das werde ich mal schauen, wer der Trainer ist. Doch, doch, weil da war der Witz, hat er ihn schon angepinkelt oder noch nicht? Frank Wormuth. Ja, genau, Frank Wormuth. Hat er ihn schon angepinkelt oder noch nicht? Bestimmt. Das war so ein bisschen der Sascha Bigalke im Ruf, wo jeder dachte, jetzt haben wir den zweiten Marco Reus. Ja. Und dann hat der jeder Spieler so viel schlechter geworden. Ja, wobei Bigalke aber auch super oft verletzt war, darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? ja. Übrigens, ich weiß, mittlerweile bei DAZN Co-Kommentator. Ja, der macht einfach was im Sitzen immer, dass das besser aussieht. Der war ein Spaß. Ich fand ihn cool, auch als Mensch. Ich fand ihn auch ganz witzig so. Ja. Netter Typ. Jetzt vielleicht eher kein Zweitliga- oder Erstligaspieler, aber meine Güte. Ich glaube, da spielen die Verletzungen halt doch dann eine Rolle bei sowas, bei Entwicklung von jungen Spielern. Ja, wer weiß, wie er auch jetzt der Baum geperformt hätte, ne? So ein spielerischer Typ. Ich meine, das will ich jetzt bei allen sagen. Als Sally verlängert hat um ein Jahr letztes Jahr, dachte ich mir auch so, braucht kein Mensch. Und bei Molly habe ich mir auch gedacht, boah, hoffentlich bist du weg, ne? Und jetzt nachher ist es anders und wie er es am Team gemacht hat und so. Also vielleicht wäre er darunter, nein, vielleicht, wird groß geschrieben, aber der macht das schon nicht verkehrt. Kann man es gut bei Vincent Cosciello vorstellen. Das war so ein kleiner Kettenhund. Oh ja, glaub, der war auch am Anfang cool. Der hätte funktionieren können. Wenn der verletzt. Vincent hat der mal gerufen. Vincent. Genau. Ja, wir können erwähnen, dass die U19 3-1 gewonnen hat im Derby. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da haben wir doch nicht alle Derbys verloren. Genau. Also die Woche war nicht nur schlecht, es gab auch gute Nachrichten rund um den ersten FC Köln, nämlich eben im Nachwuchsbereich. Richtig. Wobei die U23 verloren hat. Ja, da reden wir nicht drüber. Aber die U19 ist Derby gewonnen. Die haben aber, glaube ich, auch eine Rocky-Saison vor sich. Die haben jetzt zwar zweimal gewonnen gehabt vor der Niederlage jetzt, aber die sind noch lange nicht safe. Die müssen schon aufpassen. Ja, wobei ich glaube, in der Liga aktuell sind sie auf Platz 7, ne, mit 16 Punkten. Ja, 4 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Ne? Das kann schon gehen. Stimmt. Ja, also aufpassen. Die beiden Sieger haben echt Luft verschafft, aber geht schnell. Wusstet ihr eigentlich, an wie viel Prozent der Tore Florian Kainz beteiligt war? Diese Saison? 50. 53%. Er war Wahnsinn, bis, oder? Ich meine, er war vor Gladbach, war er in 7 Spielen in Folge direkt an einem Tor oder indirekt an einem Tor beteiligt. Und jetzt hat er nochmal eins gemacht. Also er hat ja das Tor geschossen, das wäre das 8. Spiel. Das 9. Spiel wird er wohl nicht machen. Ne? Ja. Aber wir müssen noch auflösen. Du hast uns ja vor der Aufnahme eine Quizfrage gestellt zum Thema Florian Kainz. Könnten wir jetzt mal auflösen? Ja, ich würde sie vielleicht erstmal stellen für den Rest. Ja. Dennis, ich habe anscheinend den gleichen Tweet gelesen. Es gab eine Frage, okay, die stellen wir jetzt den Marco. Ich hatte eben schon mal gestellt, aber keine Antwort gegeben. Florian Kainz ist wohl in der Bundesliga-Geschichte der 2. Bundesligaspieler, der es geschafft hat, ein Tor zu schießen, einen Elfmeter rauszuholen, einen Elfmeter zu verschulden und vom Platz zu fliegen. So, es gab also einen Spieler, der das davor war. 2 Tipps, Marco, an dich. Es war ein Spieler aus Nürnberg und zwar aus der Saison 2013-2014. Und jetzt kannst du mal raten, wer es war. Wirst du nicht wissen. Ja, das werde ich, keine Ahnung. Außer du hast jetzt zwischendurch in der ruhigen Minute mal geguckt. Ich habe tatsächlich nur geguckt, wer da Trainer war und das war Gert-Jan Verbeek. Kennt man, also ich finde, den kennt man aber auch gar nicht so richtig, diesen Spieler, deswegen. Naja, also auch ganz unscheinbar. Na, also. Emanuel Pogatetz. Glaube ich, Österreicher, oder? Ja. Graz geboren. Hat bei Hannover und Wolfsburg gespielt und beim FC Middlesbrough, warum auch immer. Middlesbrough. Ja, so er hat das 1-0 geschossen,
gegen Freiburg, hat dann den Foul Elfmeter rausgeholt zum 1-2, hat das Foul zum 2-2 gemacht an Freiburg, und die haben die nämlich 3-2 gewonnen und hat in der 94. noch Gelb-Rot bekommen, und zwar auch nur wegen Ball wegschlagen, also wegen so einer Nonsensaktion. Was heute irgendwie nicht mehr bestraft wird, habe ich das Gefühl. Jedenfalls nicht, wenn das irgendwelche serbischen Kloppertruppen machen. Naja, oder sich auf den Boden wälzen. Ja. Fand ich nur interessant. Unnützes Wissen-Kategorie. Genau. Ansonsten noch ein bisschen Werbung. Die Frauenmannschaft vom FC spielt am Sonntag um 13.01 Uhr. Ich vermute mal, dass irgendeine Schweigeminute vorher. Um 13.01 Uhr gegen den FC Bayern München in der Frauenbundesliga. Oh. Also das kann man sich doch gerne mal angucken, das Spiel. Schafft man auch pünktlich bis zum Anpfiff dann von der Herrenmannschaft fertig zu sein mit. Kann man sehen auf Magenta. Genau. Gegen Entgelt. Spielen die zu Hause oder auswärts? In München leider. In München spielen die. Okay. Allerdings haben sich bei München ja gerade auch zwei Spielerinnen schwer verletzt. Ne? Julia Gewinn fällt aus mit Kreuzbandriss. Die andere weiß ich leider gerade gar nicht mehr. Also, ja. Wenn man gegen die was holen kann, dann wahrscheinlich jetzt in dem Moment. Ja. Ich muss zugeben, Frauenfußball ist jetzt nicht so hoch. Auf der Agenda, wenn ich eh Kinder habe, ist das eh alles ein bisschen weniger geworden, und die heilige Zeit gibt es so für den FC. Ist Bayern München Frauen denn auch so stark? Ich meine, die Wölfe sind ja so stark, oder? Ja. Bayern München hat, glaube ich, in den letzten Jahren da richtig Geld reingepulvert und Geld, also sind immer so unter den Top 3. Wobei man dazu sagen muss, der FC, die Frauen vom FC sind ja 3 Spiele erst gespielt, sind aktuell auf Rang 4 mit 6 Punkten, also 2 Siegen und einer Niederlage. Das sieht sogar tatsächlich sehr gut aus. Dritter Spieltag, genau. Ja, ein Punkt weniger als die Bayern. Genau, ein Punkt weniger als jetzt oute ich mich echt vollkommen als Unwissender. Wie viele Mannschaften spielen da in der Frauenliga? 12. Okay. Mit 2 Absteigern. Also, ne, das sieht wahrscheinlich auch wieder sehr gut aus. Also die haben ja letzte Woche gegen Turbine Potsdam, so den früheren amtierenden Serienmeister, mit 4-2 zu Hause gewonnen. Und ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, und bei Bayern spielen natürlich einige Nationalspielerinnen, die man vielleicht von der WM noch kennt, oder von der EM war es ja, glaube ich, die man da noch kennt. Wer sich da mal ein bisschen reinhören will in den Frauenfußball, dem sei der Kurzpass vom Rasenfunk, vom Max, empfohlen. Der hat da eine Schwerpunktfolge zum FC gemacht, also zur Damenmannschaft vom FC. Die hieß irgendwie FC, also was mit FC im Titel, EFFZEE geschrieben. Wenn ihr das sucht, findet ihr es auf jeden Fall in der Liste der Kurzpässe beim Rasenfunk. FC Hollywood heißt die. Da geht es um das Spiel, das wir gegen Potsdam gewonnen haben. Hört mal rein. Gute Folge, sehr hörenswert. Mhm. Vielen Dank für den Tipp. Joch, gucken wir mal. Gibt es noch irgendwas, was wir abarbeiten müssen? Ja, wir müssen noch unsere Saisonwette. Hier schreibt noch der Bütchen Micha: 4 Spiele, 4 Tore und eine Vorlage für Pepi bei Groningen. Holländisch. Dann sollten wir den kaufen, würde ich sagen. Ja. Für 35 Millionen Euro. Ja, ich glaube schon, dass das ein Kicker ist, der Potenzial hat, aber die Frage ist halt, ob so Spieler die aufbauen. Er ist so ein Filigraner, so ein Öse-Typ, der so eher die 10 gespielt oder nach vorne geht. Und wenn du dann in Augsburg spielst mit diesem biederen, ich mauere mich ein Fußball, und nicht die 100 Meter 9-9 rennst, hast du wahrscheinlich eh keine Chance da. Das kann gut sein. Ja. Da sind andere Tugenden gefragt. Da kommt so ein Elvis da besser zur Geltung wahrscheinlich. Ja, da war ja auch ein Liebling von Gisdol. Ist ja auch so eine Pferdelunge. Der hat auch da unter Baumgart, glaube ich, viele Spiele gemacht. Einfach weil aber der Jörg Schwantke wollte halt unmenschlich viel Geld dafür haben für ihn. Ja, klar. Der ist auch nicht die Person, die da aufgerufen wird. Das darf man jetzt auch nicht behaupten. Aber jetzt ja, gerade hingegangen ist nach uns. Wir nicht brauchen im Moment. Jetzt. Ja. Meint ihr, wir legen nochmal nach zur Winterhalbzeit? Nein. Jetzt in den nächsten 6 Spielen nichts passiert, sind wir zu arm, um nachzulegen.
glaube ich auch nicht. Es sei denn, da fällt irgendwo was Günstiges vom irgendwo vom Laster. Ja, aber günstig heißt dann schon umsonst und der zahlt ja, auf. Ja, genau, quasi. Genau. Also kann ich mir tatsächlich aktuell nicht vorstellen. Außer wir geraten in richtige Not, weil sich jetzt noch zwei Mittelfeldspieler verletzen oder so und Jovic nicht wiederkommt rechtzeitig. Nee, glaube ich nicht. Man muss auch langsam mal hinterfragen, ob das Geld in Adamian so gut angelegt war. Das war doch einiges Kapital, was da gebunden wurde. Und ich frage mich ja immer, wann kommt die Zeit, wo Adamian keine Zeit mehr braucht? Also wann ist das mal soweit? Ja, ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll. Ich will ihn noch nicht verfluchen, genau wie ich mit Tigges und Dietz. Ne? Ich finde Dietz maximal sympathisch. Mit diesem Taubstummengruß, den er da macht. Ne? Den Jungen gebe ich sowieso jeden Credit der Welt. Nur von den erfahrenen Spielern muss ich halt manchmal ein bisschen mehr verlangen. Der ist ja einer der Ältesten da im Kader sogar. Da würde ich schon hoffen, dass der da schneller wieder reinfindet in die Spur. Aber Partizan, egal ob Adamian oder Dietz, da war ich schon bei einem schon da. Hätte meine Kinder, es war gut, dass sie am Schlafen waren. Die hätten nicht die Wörter hören sollen, die aus meinem Mund kamen. So, aber Saisonwette, hat der Marco gerade zu Recht darauf hingewiesen. Saisonspende. So, da haben wir jetzt erstmal Hinspiel Partizan. Ich glaube, da sind wir relativ schnell durch. Tore 0, genau. U21-Spieler. 2. Martel und Husin Basic. Mal 1 Euro pro oder 2? 1 Euro haben wir, gut. Nee, ach, warte, sorry. Nicola Soldo auch. Sorry. Drei. Der ist noch so jung. Okay. 2001er Jahrgang. Stimmt. Der sieht ja ein bisschen älter aus, aber ja. Stimmt. Das macht der Bart. Ja, das ich glaube auch. Das macht wirklich der Bart. Ja, ist so. Hat ja auch einen sehr beeindruckenden Bartwuchs. Kann man mal neidlos anerkennen. Ja. Ja, Gladbach. 2 Tore geschossen immerhin. Sind dann 4 Euro. Und wie viele U2000-Spieler? U2000-Spieler, ich gucke gerade mal durch. Es sind auf jeden Fall, warte mal, Husin Basic ist reingekommen. Nur Husin Basic. Oh, okay. Oh, einer. Das ist wenig. Gut. Also, was habe ich gesagt? 4 plus 1 sind 5. Genau. Dann stehen wir bei 24 Euro. Die können nicht, stimmt gar nicht. Ist die falsche Summe. Okay, ich war gerade überrascht, warum es so wenig sein sollte. Nee, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wie viel die Gesamtsumme ist. Vielleicht beim nächsten Mal. Da fehlen auch immer noch die Zahlen von Bundesliga Spieltag 6 und Nizza, wo ich nicht da war. Die müsste ich mir noch nachreichen. Reiche ich nach. In der Postproduktion. Ja, dann würde ich sagen. Welcher Spieltag? Ich muss mir dann aufschreiben. Udi 6. Alles klar. Und Nizza. Spieltag 6. Sollen wir das jetzt eben machen? Das vergesse ich. Lass uns jetzt schnell. Nizza, ein Tor. Warte, nee, lass uns mit Budi 6 anfangen. Da bin ich nämlich gerade. Union Berlin. Ach, okay, da kommt nicht viel. Noch ein Tor. Ein Tor. Und gespielt haben Martel und Thielmann. Wir hatten das Tor gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Das war ein Eigentor von Hübers. Ins kurze Eck. Ach, okay, stimmt. Und dann kam das 2-0 Becker, das wurde aberkannt. Es gab den Elfmeter, das der gehalten wurde. Ja. Also 4 Euro, ne? Ein Tor und 2. Nein, ist ja Eigentor. Trotzdem. Alle Tore, die nicht Modest erzielt. Okay, dann haben wir aber in Summe 3. Aber ein Eigentor von Hübers. Ach so. Ich dachte schon, dass wir ein Tor gegen Union gemacht haben. Nein, wir haben doch verloren. Ja, weiß ich. Ich dachte, wir hätten 2-1 verloren. Ach so, nein, 1-0 verloren. Ja, und Nizza. Ein Tor und wie viele Jugendspieler? Warte. Thielmann hat gespielt, weiß ich doch. Hat so gut gespielt. Das Gruppenspiel 1 war das, ne? Ja, warte, es haben gespielt Thielmann und reingekommen ist Husin Basic und Lemperle, also 3 Stück. 3 Euro plus 2 sind 5 Euro. Genau. Okay. Übrigens, der erfolgreichste Spieltag war Quali-Rückspiel gegen Verherber. Da haben wir 19 Euro eingespielt. Oh. Weil da anscheinend recht viele Tore gefallen sind und recht viele Nachwuchsspieler gespielt haben gegen Ende. Ja. Wir haben 3-0 gewonnen auf jeden Fall. Ja, richtig.
Aber hat da Flo Dietz getroffen? Weil der gibt ja alleine 5 Euro, wenn der trifft. Ja. Das erste Tor war Hüber. Dann zweite weiß ich gar nicht. Dritte war Schindler mit dem Kopfball. Mhm. Zweite weiß ich gar nicht. Zweite weiß ich nicht. Das ist ja Florian Dietz, ich weiß es auch nicht mehr. Naja. Tigges, glaube ich, oder? Tigges hat auch ein... Nee, Tigges hat, glaube ich, das erste Mal in Nizza getroffen, oder? Achso, Skiri 2-0 wird gerade geschrieben. Skiri 2-0. Ja, das stimmt, Skiri 2-0, ja. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, ich komme jetzt ins Alter, wo ich mir das nicht mehr merken kann, sowas. So Spielverlust. Nach der Pause. Nach Ecke. Stimmt. Ja, sehr Ecke, richtig. Das war vergleichsweise klar. Ja, aber auf dem zweiten Pfosten, wo Skiri den dann so Volley nimmt. Mhm. Hier wird gerade im Chat noch diskutiert, wen wir besser finden, Dietz oder Tigges. Ja, Modest. Das ist C. Kenn ich nicht. Wer ist das? Ist das der so jubelt wie Thuram? Oh. Es ist ein Schützling vom schwarz-gelben Trainer hier. Wie hieß er nochmal, der Österreicher, den wir da mal hatten? Ja. Also der jubelt wie Thuram. Witzig, ja, genau. Oder wie Bellingham. Ja, genau. Ja, also ich finde Dietz, um die Frage zu beantworten, finde ich, irgendwie hat überraschenderweise mehr Bindung zum Spiel und hat auch den direkten Draht zum Tor. Hat ja auch mal schön einen Pfosten genagelt gegen Dortmund. Der Tigges ist für mich noch nicht so richtig da, mäßig an. Also ich finde, du merkst, dass Dietz in den vergangenen 2 Jahren einfach viel mehr Spiele gemacht hat als Tigges. Tigges war ja erst in die Profimannschaft hochgezogen, hat da nur auf der Bank gesessen bei Dortmund und war lange verletzt dann. Während ja Dietz meiner Erinnerung nach einfach immer durchgespielt hat oder zumindest viele Spiele gemacht hat in der halt Regionalliga und dritten Liga. Und ich glaube, das merkst du, dass der einfach ein bisschen mehr drin ist. Aber ist Tigges nicht ein paar Jahre jünger? Ist er nicht gleich alt, bei 24? Boah, ich glaube nicht. Also 24 ist Dietz, dann ich auch. 24, 25, aber Tigges ist auch so alt schon. Also alt ist ja kein Alter. Oh, Fußball. Der ist 24, der ist 1998 geboren, der Herr Dietz. Der Herr Tigges, meine ich. Am 31. Juli 98. Die sind beide, also warte, Tigges ist 98 geboren und Dietz ist auch 98 geboren. Sag ich doch. Dietz ist einen Monat jünger. Na, ein paar Tage nur. Ein paar Tage, also, drei Tage jünger. 4 Tage. Ja, drei Tage, genau. Drei Tage. Ja. Interessant. Ja, okay. Ich tue mich damit. Also demnach U2000. Mhm. Also ich glaube, die... Das ist richtig. Das falsche U in die falsche Richtung. Was wollte ich sagen? Ich glaube, dass Tigges die besseren Anlagen hat, theoretisch. Also der hat mehr Grundschnelligkeit, ist nochmal 5 cm größer und hat auch, glaube ich, ein etwas besseres Spielverständnis, theoretisch. Praktisch zeigt das noch nicht so auf dem Platz. Wahrscheinlich auch wegen der langen Verletzung. Die muss dann bei ihm immer so ein bisschen reinrechnen. Ich glaube, wenn beide die gleichen Voraussetzungen haben, also beide eine Vorbereitung komplett durchziehen können unter Baumgart, jetzt vielleicht im Winter dieses Trainingslager komplett absolvieren können, da in Florida oder wo immer wir sein werden in den USA, dann glaube ich, wird Tigges irgendwann dem Dietz den Rang ablaufen. Bis das soweit ist, sehe ich Dietz noch ein kleines bisschen vorne. Glaubt ihr, der Sepp Andersen kommt zurück nach dem Winter? Oder sitzt er seine Zeit einfach nur ab? Ich glaube, man kann sich nicht erlauben, den nicht wieder einzubinden. Also wir werden ja bis dahin immer noch keinen richtigen Stürmer haben, so richtig Bundesliga-Erfahrenen. Und dann ist Baumgart ja schon so ein integrativer Typ, der versucht ja doch alle da aufbiegen und brechen, irgendwie in die erste Elf zu kommen. Aber das letzte halbe Jahr dann, ne? Ja, aber ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie den Vertrag auflösen. Sagst, wenn ich dem schon 500.000 bezahlen oder 1,5 Millionen bezahlen muss für ein halbes Jahr. Ja, dann lasse ich den lieber spielen für ein halbes Jahr. Ich glaube, der will von sich aus den Vertrag gar nicht erst auflösen. Deswegen, das sehe ich. Nee, der wollte jetzt mal gesund werden, ne? Einen schönen Vertrag, einen guten Armin Fee Vertrag. Ja. Also ich glaube, wenn der hier auf der Gehaltsliste bleibt, auf der Payroll, weil nicht noch irgendein Skandinavier den kaufen will, dann musst du den eigentlich auch spielen lassen oder irgendwie zumindest da in die Lage bringen, spielen zu können. Und sei es nur so als Brechstange in den letzten 10 Minuten, weil der ja doch für das Gegenpressing eher so nicht Feuer und Flamme ist. Aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du den nur bezahlst, um ihn da nicht einzusetzen. Weil Baumgart hat ja wirklich gar keinen Spieler, der keine Chance bei ihm hat. Also null.
Aber gut, wenn er nicht gut genug ist, ne, und das heißt, es gibt Menschen, die vor einem stehen, Vergleich unser Torwart, der kriegt ja auch ein bisschen mehr Knete. Ja, aber der kann ja auch nicht spielen. Also die kannst du ja nicht irgendwo anders hinstellen dann als ins Tor. Bei Anderson kannst du immer noch sagen, komm, wir spielen mit einem Zweiersturm und dann spielt er neben irgendwie. Ja. Ja, aber hätte ihr Bock drauf, ich wohl nicht. Ich glaube, ich hätte lieber die Zukunft. Ich würde ihm keine Chance mehr geben, weil er A sich so egoistisch verhalten hat und B, es interessiert mich denn sein Marktwert, wenn er runtergeht. Der ist ja eh weg Ende des Jahres. Ja, und ich glaube halt, wenn du halt einen hast, der schon mal 16 Bundesliga-Tore geköpft hat und du spielst dieses Kopfballspiel, glaube, dann lässt dir das nicht entgehen, die Chance zumindest dir zu wahren. Du machst halt genau das, was sie schon mal gemacht haben. Du redest den wieder an die Mannschaft ran, indem du sagst, oh, der ist so nah dran, der hat toll trainiert, der ist gerade super drauf und dann sitzt er halt mal im Spiel auf der Bank, kommt mal 5 Minuten rein vielleicht oder so. Ja, also Frage von Harinho. Ich bin gespannt, ob Baumgart was aus Limnios macht. Ja, also er hat ihn ja auch auf die Abschlussliste gesetzt. Also diese Ausleihe nach Feyenoord, oder wo war der? Die hat ja Baumgart angeleiert, nachdem er in den Testspielen so gar nichts gerissen hat. Dabei bleibe ich aber dabei, das habe ich schon mal hier gesagt. Limnios ist ein Spielertyp, den haben wir nicht im Kader sonst. Das ist der Einzige, der auf engen Raum ein bisschen dribbeln kann. Das können sonst höchstens Adamian und Uth, aber auf anderen Positionen. Also wenn der so richtig Keins, wäre, Keins noch. Ja, aber auch Keins ist jetzt kein 1-gegen-1-Dribbler, ne? Keins sucht doch eher die Halbfeldflanke, bevor er da versucht, sich durchzuwursteln. Der kann das vielleicht technisch, aber der macht's ja eher selten. Der soll ja doch eher auf die Grundlinie und flanken. Aber so einer, der so mit dem Kopf durch die Wand will, aber dabei den Ball recht eng am Fuß hält, das ist schon am ehesten Limnios. So, ja, meiner kann das zwar auch, aber schafft's halt zu selten. Der Meiner ist ein klassischer Zweitligaspieler. Der kann verdammt schnell rennen, hat aber bei Partizan sich immer so festgerannt in der 16er Eck. Denke ich mir auch so. Meiner braucht halt immer noch ein bisschen Platz, aber ich glaube, Lindenmeiner ist ein Spieler, den kannst du eben dann einsetzen, wenn du mal Platz hast, wenn du einen Gegner hast, den du vielleicht schon ein bisschen müde gespielt hast oder der dir einfach viel Platz anbietet. Ja, also eine gute Mannschaft. Meiner in Dortmund neben Tigges spielen zu lassen, war sensationeller Move. Weil damit hast du die Dortmunder permanent dazu gezwungen, ihre Defensive nicht aus dem Auge zu lassen, weil der hatte 2-3 Mal Pech mit ein bisschen Abseits, aber wenn da früher gepasst wird, ist der alleine durch. Da muss er noch treffen. Aber ich bin bei dir. Also wenn du Platz gibt, vor die Saison gemacht, ne? Also, ja, aber du weißt nur, welches Spiel und wie das passiert ist, ne? Ja, aber klar. Aber er hat selber gesagt, ich habe blind drauf gehalten. Im Endeffekt ist das völlig egal, wie du das weißt. Klar ist das egal. Der Stindl hat auch noch drauf gehalten, ne? Ja, genau. Und ja. Natürlich ist Lindenmeiner jetzt, also ich glaube, man muss einfach den Leuten auch zugestehen, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist ja da. Also und Regionalliga ist recht. Okay, und Regionalliga und also gerade der Unterschied zwischen zweiter und erster Linie ist halt schon gewaltiger. Also guckt euch an, wer in den letzten Jahren Torschützenkönig in der zweiten Liga war und wie viele Tore der sonst in der Bundesliga geschossen hat. Liebe Grüße, Simon Terodde. Oder du hast so einen Schaub, einen Drechsler, um mal nur beim FC zu bleiben, die in der zweiten Liga enorm gut waren. Enorme. Ja, guck dir Tietz bei Stuttgart an, ne? Kriegt auch nichts. Genau. Sinn. Genau. Ja. Und du hast eben diesen Moment weniger Zeit. Und ich glaube, dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Und ich finde aber, dass er das bisher auch gar nicht so verkehrt macht. Also da habe ich schon schlechtere Spieler wollen. Ich finde, man kann jetzt schon sehen, warum die den ablösefrei verpflichtet haben. Genau. Und wenn wir nochmal irgendwann in diesem Leben mal wieder 1-0 in Führung gehen sollten und vielleicht so in der 70. immer noch 1-0 führen, dann kommt vielleicht auch mal die Stunde von Lindenmeiner. Aber da muss der genau. irgendwann mal aufmachen. Und wenn es ist, nachher in der 90. Minute
mit dem Ball im Vollsprint zur Ecke, Eckfahne des Gegners zu laufen. Oder sich mal umtreten lassen für einen Freistoß oder sowas. Ist ja auch okay. Also ja. Muss ja nicht immer irgendwie was richtig Zählbares bei rauskommen. Der Junge ist 23. Ja, und was ich halt immer finde, was bei dem auch ein Vorteil ist, der ist ja so schnell und auch so leicht und so schmächtig und so, der kriegt ganz leicht mal einen Freistoß zu seinen Gunsten gepfiffen, weil jeder Kontakt bei dem immer wie ein Foul aussieht. Das ist so dieses Bittenkur-Prinzip, weil er einfach so schmächtig und so schnell ist, dass der Gegner den immer irgendwie foult, wenn da so ein 90-Kilo-Abwehrsack auf den drauf fällt. Und dann hast du halt wieder einen Freistoß und dann kann der Kainz da wieder ein bisschen Magic machen oder du hast zumindest 30 Sekunden gewonnen in einem engen Spiel oder so, wo du in Führung liegst. Ja. Also ich sehe schon, warum sie den, ich kann mir mit ein bisschen Fantasie vorstellen, warum der verpflichtet wurde. Also auch er hat natürlich noch locker, dass die Saison, um sich zu präsentieren und sich einzugewöhnen. Wir alle wissen, wie das haben wir eben schon zweimal gesagt, wir haben Qualität abgegeben, sind uns noch wieder am Finden. Also wir stehen ja schon ganz gut da aktuell. Auch wenn ich gerne die letzten zwei Spiele gewonnen hätte. Ja, ist so. Aber wir sind noch voll im Soll, haben wir schon rausgearbeitet und schauen mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Erstmal jetzt gegen Partizan in Belgrad und dann in Köln gegen Augsburg. Das werden wir natürlich auch alles hier nachbesprechen. Nächsten, entweder Montag oder Dienstag, gibt es die nächste Folge. Wahrscheinlich ohne mein Mittun, das werden wir noch sehen, weil ich im Urlaub sein werde. Nur deshalb kann ich überhaupt im Stadion in Köln sein. Und dann hat der Marco hier. Noch geht er davon aus, dass er im Stadion ist in Köln. Ja, das stimmt. Wenn nicht, dann kann ich auch die Folge aufnehmen tatsächlich. Außer ich bin wirklich irgendwo auf der Intensivstation oder so. In irgendeinem nicht nummerierten Polizeigefängnis, irgendwo im Keller bei irgendeinem Polizeipräsidium. Kadaverwache. Ja, schauen wir mal. Übrigens, Partizan, das Spiel für alle, die es sehen wollen, bei RTL Plus 18.45 Uhr. Wo du es ansprichst, was mich echt erstaunt hat, das hat heute Thomas Wagner in seinem Podcast erzählt. Wisst ihr, dass Freiburg mehr Zuschauer nach RTL gezogen hat als der FC? Nee. Der FC hat, wurde ja das Spiel, glaube ich, gegen Slowatschko im Free-TV übertragen, auf normalen RTL. Nee, Partizan auch. Nee, Partizan war doch nur, oder? Weiß ich nicht mehr. Nein, ich war, glaube ich, auch im... Ich war in Südtirol und habe das auf RTL geguckt. Ja, ja, dann ging es um den Durchschnitt auf jeden Fall. Also die beiden Spiele, die haben im Schnitt irgendwie 2,8 Millionen Menschen gesehen, hat er erzählt. Und das Spiel von Freiburg, jetzt frag mich nicht gegen wen, gegen Nord oder keine Ahnung, haben 3,7 Millionen Menschen gesehen. Okay. Hat das aber auch vielleicht damit was zu tun, in welchem Wettbewerb du spielst? Kann sein, dass Conference League weniger attraktiv gilt als die Europa UEFA League, Dingsbums da. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der Mensch so tickt. Also sucht man sich nach Wettbewerb aus oder nach Mannschaft? Boah, also wenn mir der Verein jetzt relativ egal ist und ich glaube tatsächlich, dass es bei RTL genug Leute gibt, die da einfach nur reinsetzen, weil das gerade läuft, da würde ich mir wahrscheinlich eher Euro League als Euro Conference League angucken. Die haben ja keine Möglichkeit. Also das wird ja angeboten. Ne? Also jeder FC-Fan geht dann auf RTL Plus und holt das Abo. Und wenn du halt donnerstags abends langweilig über Couch hast, dann kannst du schaltest auf den RTL auf RTL und dann sei es natürlich das Spiel. Oh, also ich weiß nicht, ob das da wirklich, ich glaube, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass irgendeiner sich einen Wecker stellt hier, Freiburg. Ja, ich habe das sogar, trotzdem es auf RTL lief, habe ich es trotzdem auf RTL Plus geguckt. Das mache ich mittlerweile auch. Ja, und dann zähle ich wahrscheinlich gar nicht in diese Quote dann rein. Genau. Das ist jetzt keine addierte Quote aus Free TV und Plus. Wenn das einfach 700.000 FCler so machen, dann hast du deine Zahlendifferenzen da zusammen. Ja. Okay, dann war das einmal in der Conference League gegen die Europa Liga. Aber das hat die Frage, wie sieht das in der Bundesliga aus? Ja, weiß ich auch nicht. Ist das da ähnlich? Die Zahlen geben sie ja nicht raus, leider bei Sky und bei DAZN. Deswegen weiß man das nicht. Schwierig. Ja. Ich vermute bei beiden recht ähnlich, weil wir beide ja immer Sonntagsspiele haben, sowohl Freiburg als auch wir. Während ja so ein Verein wie Augsburg halt in der Konferenz verschwindet. Zum Glück. Guckt ja auch keiner. Eben. Gut, so. 2:20 muss für heute reichen. Ich mache es, das habe ich noch nie gemacht bei Twitch. Ich bin mal ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie das funktioniert. Ich will mal jemanden raiden bei Twitch. Was machen wir? Raiden. Reden? Erzähl ich es gleich. Erstmal verabschieden wir jetzt unsere normalen Podcast-Hörer und dann machen wir auf Twitch noch ein bisschen Aftershow-Party.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Geräten, danke, dass ihr uns gewogen gewesen seid für die letzten 2 Stunden. Unser Gast war der Sebastian. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Sebastian. Ja, vielen Dank. Ich hätte gehofft, dass es ein schöneres Anlass gegeben hätte als Niederlagen. Aber vielleicht am nächsten Mal. Du darfst gerne wiederkommen, wenn wir immer wieder ein Spiel gewonnen haben. Das finde ich jeden Niederlagen-Gast. Okay, dann gegen Bayern. Ja, am letzten Spieltag, genau. Wenn wir in die Champions League einziehen. Genau, und Julian Nagelsmann den Job gekostet haben. Ja. Er wird Praktikant beim Steffen. Genau. Und ich bedanke mich bei dem Mann, der demnächst in wunderbarer Borussia Mönchengladbach Bettwäsche schlafen wird, weil ich ihm zum Geburtstag schenken werde. Ja, freu ich Marco. Freue ich mich drauf. Wenn ihr morgen wirklich ein SEK vor der Tür steht, kriegst du auf jeden Fall deine Gladbach Bettwäsche. Da steht kein SEK, da steht einfach ein Brief, da kommt so ein netter Beamter, sagt, sie wissen schon, wo sie Samstag sich melden müssen auf der Wache. Ja, Samstag wäre ja okay. 15 Uhr. Samstag wäre okay. Sonntag. Samstag und Sonntag, beide Tage. Die arbeiten noch sonntags gar nicht da. Die müssen HSV-Sonderzüge begleiten und so. Ja. Na gut. Also, macht es gut. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und bis dahin. Bleibt gesund. Wir sind trotzdem hier und Jörg, die Folge war für dich. Tschüss. Tschüss. Ciao.